Herzlich willkommen zu unserem Abend über das Impfen, zu diesem Vortrag. Ich freue mich, dass so viele hier noch einmal sich das Thema anhören und sich, wie soll man sagen, damit auseinandersetzen. Es ist ja ein sehr total für mich überraschend, so ein umstrittenes Thema grundsätzlich. Ich bin schon seit über 40 Jahren mit, wie soll man sagen, mit Menschen zusammen, wo es um die Gesundheit geht. Und die Diskussion über, soll man impfen oder soll man nicht impfen, die gibt es schon ewig, hätte ich mal gesagt. Und ich habe für mich einen Grundsatz gefunden. Ich habe ja 4 Kinder, meine Frau, 3 Kinder, wir haben zusammengelegt, gell? 12 Enkel, ich habe schon Urenkel, also schön große Familie. So viel wie nötig und so wenig wie möglich. Das wäre meiner Meinung nach eine gute Einstellung, für mich eine gute Einstellung zu Impfungen. Grundsätzlich geht es heute um Menschen, die sich impfen lassen, um welche Impfung überhaupt, ganz gleich, um welche Impfung es sich handelt. Ich muss noch auf Stumm schalten hier. Und ganz gleich, um welche Impfung es sich handelt, dass einfach der Körper, der Organismus, die Impfung gut verarbeiten kann. Dass er das ganze Immunsystem, dass das gut arbeiten kann, Antikörper entwickelt gegen die Krankheitserreger und vor allem auch Gedächtniszellen. Weil die Gedächtniszellen, es gibt ja Impfungen, die schützen uns fast ein ganzes Leben, weil es eben Gedächtniszellen gibt. Gut, von denen wird zurzeit sehr wenig gesprochen. Es wird zurzeit nur von Antikörpern gesprochen. Also, ich meine alle Impfungen, die verabreicht werden. Es geht also nicht punktuell nur um diese Impfung gegen diesen SARS-CoV-2-Virus, sondern um eine grundsätzliche Stärkung der Stoffwechselfunktionen, dass also wirklich die Verabreichung eines Impfstoffes, dass hier der Körper die nötige Immunantwort geben kann. Es gibt natürlich Impfreaktionen bei allen Impfungen, nicht nur jetzt hier bei dieser sogenannten Covid-Impfung. Ich sage lieber SARS-CoV-2-Virus, weil das ist die exakte Formulierung. Und auf diese Reaktionen gehe ich, weil es mir so wichtig sind, in einem eigenen Kapitel auf Seite 15 in dieser Unterlage ein. Es gibt einen österreichischen Impfplan, da sind die Impfempfehlungen drinnen, vom Säuglingsalter bis zum Erwachsenenalter. Ja, Erwachsenenalter, ich kann mich noch gut erinnern, wie wir nach Sri Lanka geflogen sind, eine Panchakarma-Kur zu machen. Hat meine Frau, ist ja Apothekerin, für ausreichende Impfungen gesorgt. Ich habe da überall mitgetan und es ist uns auch gut gegangen, es ist überhaupt nichts gewesen. Es gibt spezielle Impfungen für Senioren, die Pneumokokkenimpfung und jetzt natürlich besonders die Covid-19-Impfungen. Es gibt bei Impfungen entweder Lebendimpfstoffe oder Totimpfstoffe, dazu zählen auch die Spalt- und Vektorimpfstoffe und jetzt ganz neu die sogenannten mRNA-Impfstoffe. Die Impfstoffe werden grundsätzlich eingesetzt, um eine sogenannte aktive Immunisierung zu erreichen, damit also Geimpfte die Krankheit nicht oder nur sehr abgeschwächt durchmachen müssen. Die Impfungen an sich sind heute nicht unser Thema. Eine Masernimpfung, was weiß ich, was die kleinen Kinder alles geimpft werden und was Erwachsene sich impfen lassen, das ist nicht unser Thema. Folgender Zeitplan ist von mir vorgesehen, also ungefähr 2,5 Stunden, dass Sie sich darauf einstellen können. Und mir geht es jetzt um, ganz zu Beginn geht es mir um den Dr. Schüssler. Und hier sehen Sie die Geburtsurkunde der Biochemie nach Dr. Schüssler, erschienen 1874. Ganz kurz nur zur Einleitung, habe ich
die Überlegungen, und ich mache das jetzt natürlich größer, damit Sie das gut lesen können. Vielleicht machen wir es noch größer. Die Einleitung, grundsätzlich die Einstellung von Dr. Schüssler zu seiner Heilweise. Therapien, welche so lockere Grenzen haben, dass sie zu jeder Zeit neue Arzneimittel aufnehmen und alte entweder beibehalten oder verwerfen dürfen, können nicht diejenige Sicherheit gewähren, welche zum Nutzen der Kranken und im Interesse der Wissenschaft notwendig ist. Das war halt einmal seine Einstellung. Eine scharf begrenzte Therapie zu schaffen, ist seit längerer Zeit mein Bestreben gewesen. Und nun kommt der Absatz, der mir zentral ist. Infolge meiner desfallsigen Forschungen ist eine Zellular- und Molekulartherapie entstanden, deren Werkzeuge, man höre, deren Werkzeuge diejenigen anorganischen Substanzen sind, welche im animalischen Organismus, also in unserem Körper, als natürliche Funktionsmittel wirken, also als Betriebsstoffe. Das ist mal ganz wichtig. Er sieht die als Werkzeuge, die der Organismus einsetzt. Und das werde ich noch einmal betonen. Mit den Schüsslersalzen üben wir keinen zwingenden Einfluss auf den Körper aus, sondern wir stellen ihm Betriebsstoffe, Werkzeuge, Regulierungsstoffe, Steuerungsstoffe zur Verfügung. Und jetzt kommt noch ein zentraler Satz, wo wir dann Schüssler gut verstehen können. Die oben genannten Stoffe, also diese Mineralstoffe, die er einsetzt, seine 12 Mineralstoffe, sind die Baumaterialien und die Funktionsmittel der Gewebe. Baumaterial sind sie durch ihre Masse, Funktionsmittel, Betriebsstoffe durch ihre Qualität. Wendet man sie zu Heilzwecken als Funktionsmittel an, so müssen sie in kleinen Gaben gereicht werden. Und da hat er sich jetzt auf den Professor Virchow bezogen, der eben gesagt hat, die Krankheit des Körpers ist gleich der Krankheit der Zelle. Und wir gehen jetzt weiter zu unserer Unterlage. Seite 1. Und Sie sehen hier, aha, das muss ich jetzt auch größer machen, natürlich. Hier mal ein Fass. Und ja, natürlich noch eine kurze Vorbemerkung. Mir geht es also grundsätzlich nicht ums Impfen, um bestimmte Impfungen. Und ich lasse mich auch nicht auf die momentane Impfdiskussion ein. Grundsätzlich nicht. Ich will den Menschen zur Seite stehen, mit der Biochemie nach Dr. Schüssler, die sich impfen lassen, aus welchen Gründen immer. Da gibt es so viele. Und ganz gleich, zu welchem Thema wir jetzt das anschauen, dieses Impfthema, gerade jetzt ist aktuell auch die Grippeimpfung. Warum nicht? Auch auf die kann ich mich vorbereiten und ich kann sie nachbereiten mit den Schüsslersalzen. Und es erhebt sich die Frage, wie reagiert der Organismus auf Impfungen? Und wissen Sie, das ist natürlich total abhängig. Erstens einmal, wie gesund, wie vital der Mensch ist und wie es seinem Immunsystem geht. Weil gerade das Immunsystem ist ja das System, das dann auf die Impfung reagiert. Allerdings, es gibt nun eine ganz, das ist hier textlich, nicht? Es gibt nun einen ganz natürlichen Zugang zum Immunsystem, nämlich wenn die Speicher unserer Mineralstoffe abgesenkt werden, und da habe ich Ihnen extra hier dieses Bild da auch ab eingefügt. Wenn die Mineralstoffe abgesenkt werden, dann hat der Körper weniger Betriebsstoffe zur Verfügung. Also ich meine jetzt das, was ich Ihnen vorher als Funktionsmittel, als Werkzeuge vorgestellt habe, wie Schüssler diese Mineralstoffe bezeichnet. Und je weniger Betriebsstoffe nun zur Verfügung stehen, umso weniger optimal kann sich natürlich der Körper organisieren. Und das betrifft natürlich auch alle Bereiche des Immunsystems. Jetzt, wenn man uns das anschauen, wie geht es uns denn, wenn die Speicher abgebaut werden?
Dieses Bild hier, es stammt von Justus von Liebig, einem Agrikulturchemiker, der hat als erster zum Beispiel Dünger entwickelt, Düngemittel. Und er hat auch das sogenannte Minimumgesetz entwickelt. Das heißt, die Pflanze muss sich in ihrem Ertrag, mit ihrem Wachstum, den Blättern, den Früchten nach dem Mineralstoff richten, der am meisten im Boden fehlt. Wird der nicht gedüngt, verbessert sich nichts. So, jetzt kann ich das natürlich auch auf den Körper anwenden und sagen, der Mensch, der so ein Defizit in seinen Speichern hat, und das drückt hier sich durch diese Bretter aus, die verwittert sind, ja. Und wenn jetzt hier der Speicher so weit herunten ist, der Mineralstoff E von mir aus, ganz akut, das Fernphosphoricum Nummer 3, das ist ja gerade im Winter so gefordert. Und wenn wir nun das symbolisch umsetzen, ja, umdeuten auf die Energie des Menschen, dann kann ich sagen, dieser Mensch kann sich höchstens zu 25% organisieren, weil da rinnt er ja die Energie aus. Also das gilt sich symbolisch einfach, aber zum Verständnis. Wenn die Speicher abgebaut werden, und nun sind wir hier bei dem Text, wenn also die Speicher, wenn wir über unsere Verhältnisse leben, also körperlichen Verhältnisse leben, oder alles, was sich auch auf den Körper auswirkt, das sind ja Ängste, das sind auch Emotionen, das sind auch die Energiefelder. Gerade das Energiefeld ist natürlich ganz wichtig. Und wenn wir nun, wenn die Speicher hier durch viele Einflüsse abgebaut werden, dann haben wir zuerst einmal so ein Mattigkeitsgefühl, ein Müdigkeitsgefühl. Das lässt sich nicht abschütteln. Man sagt, ich bin nicht mehr so wach, nicht mehr so präsent, auch nicht mehr so achtsam. Oder auch vielleicht nicht mehr so einfühlsam. Es geht gar nicht mehr, gell? Ich bin da irgendwie an der Wand. Ich schaffe es nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann werden so Muntermacher genossen, eingenommen, wie zum Beispiel Kaffee. Aber das wissen wir ja, gell? Der Kaffee ist ein Räuber. Der Kaffee ist ein Eisenräuber, Flüssigkeitsräuber, wissen wir nicht. Und er hat auch Säure, die Chlorogensäure, dann haben wir Sodbrennen, dann hat er Verbrennungsstoffe, das geht auf die Leber und er macht unruhig, das hat wieder mit der Bauchspeicheldrüse zu tun. Also, ja, ich will Ihnen ja nicht Angst machen, dass kein Kaffee mehr trinken. Also, ich genieße auch, also ich trinke auch einen Genusskaffee, keine Frage. Und ich muss nicht bei jedem Kaffee schon die Mineralstoffe nehmen, sondern halt immer wieder. Und dann schaue ich halt, ich mache hier seit 40 Jahre nach Antlitzanalyse und dann schaue ich mir halt meine Mängel an, meine Defizite in den Speichern und dann muss ich halt wieder ein bisschen was auffüllen, keine Frage. Aber wenn die Speicher jetzt noch weiter heruntergehen, auf einmal vertragt man nicht mehr alles, was man isst. Gell? Da isst irgendwas und dann hast du einen Durchfall, du trinkst was, dann wirst du rot im Gesicht, hast einen Juckreiz und wenn es Nussen isst, kriegst du eine taube Zunge und ja, dann sagt man halt, beim Essen vertrage ich das Zehnte nimmer und man weicht aus, also dann isst man halt das nicht. Aber in Wirklichkeit hat man nicht genau hingeschaut, aber das kann ich gar nicht sagen, weil vielleicht es Unwissenheit ist, warum man das alles nicht mehr verträgt. Ja, man weicht aus. Die Beweglichkeit nimmt ab und dann sagt man dann so, ja, es soll humorvoll klingen. Der Boden ist so weit weg, wenn man was aufklappt, gell? Oder die Zehen sind so weit weg beim Strümpfe anziehen. Ah, ja, man schmunzelt, wenn man es so hört. Aber wenn man betroffen ist, es ist gar nicht so lustig, wenn die Beweglichkeit abnimmt. Ja? Und dann nimmt die Leistungsfähigkeit ab. Und dann sagt man, na, früher, wenn ich heimgekommen bin, da habe ich arbeiten können. Ach, bis 10, 11 am Abend. Jetzt, wenn ich heimkomme, bin ich froh, wenn ich meine Ruhe habe. Und es gibt vielleicht noch manche Zuhörer oder Zuseher, kann man ja jetzt sagen im Internet, ganz nach dem Lied von der Helga Knef, nicht, gell? Von nun an ging's bergab. Und man führt es dann, das habe ich da geschrieben, gell? Man führt es auf die Kinder zurück, auf den Haushalt, den Beruf, den Partner, das Alter und so weiter. Aber was ist der tatsächliche Hintergrund? Wir haben da
Ich habe da ein Bild aus meiner Ausbildung in der Existenzanalyse und Logotherapie, Viktor Frankl, nicht? Habe ich da mitgenommen. Es gibt Menschen, die dann Storndl glauben, also in der Mundart, die den Steinchen glauben, ja, so die Behinderungen, die Beschwerden, die gesundheitlichen, da hat man was, da hat man was, da hat man was, da hat man was. Und die großen, zwei großen Blöcke, die übersieht man, aber die produzieren ja alle diese Steinchen. Und wenn man die beiden Blöcke weggibt, wie zum Beispiel Spiegel und Strom, dann schwemmt das entstehende Energiefeld alle diese Steinchen weg oder sie verlieren sich. Oder viele. Alle ist immer ein schlechtes Wort. Das ist ein Killerwort. Das wollen wir nicht, sondern viele. Gut. Wenn nun aber die Speicher heruntergehen, also immer weniger Substanz zur Verfügung steht, um Belastungen zu kompensieren, dann haben wir Probleme. Und zwar haben wir, bitte alle Mikrofone ausschalten. Danke. Wenn wir jetzt, wenn das noch weiter heruntergeht in den Speichern, dann gibt es Menschen, die sagen, im Winter, da bin ich immer wieder krank. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Schwaches Immunsystem. Das haben wir schon beim Kern von heute. Oder es braucht nur jemand niesen, habe ich auch schon einen Schnupfen. Oder die Mutter sagt, wenn im Kindergarten ein Kind krank ist, ist meins auch schon krank. Schwaches Immunsystem. Mit dem beschäftigen wir uns in einem eigenen Thema dann. Gibt es hier keine Mineralstoffe oder Hinweise, das kommt ausführlich. Und wenn nun die Speicher weiter heruntergehen, dann kommt es dazu, dass der Organismus bei bestimmten Betriebsstoffen zu wenig zur Verfügung hat und er kann den Organismus nicht mehr optimal organisieren. Und da gibt es den Mineralstoff Nummer 1, Calciumfluoratum. Die jetzt schon Ausbildungen hinter sich haben, bitte, es soll eine angenehme Wiederholung sein. Und die anderen, die es noch nicht gehört haben, bitte hören Sie sich das gut an. Nummer eins, Calciumchloratum, der Betriebsstoff für die Hüllen im Körper, da gehört auch die Haut dazu, für die Elastizität des Körpers, also der ist bis zum Zahnschmelz, ist alles elastisch. Und es ist das Werkzeug, ich verwende hier den Ausdruck von Dr. Schüssler, das Werkzeug, mit dem der Organismus das Keratin, den Hornstoff, bindet. Und natürlich deshalb auch der Hornstoff, das Keratin, sehr beweglich ist, weil die oberste Schicht unserer Haut, die besteht aus Hornstoff, aus Keratin. Und das ist nur deshalb so beweglich, weil hier der Betriebsstoff Nummer 1, Calciumfluoratum, zur Verfügung steht. Wenn aber jetzt sehr viel Elastizitätsarbeit geleistet werden muss, wie im Winter, in der Kälte zusammenziehen, in der Wärme dehnen, zusammenziehen, dehnen, zusammenziehen, dehnen, da verbraucht der Organismus sehr viel Nummer 1 und im Arbeitsspeicher, im Langzeitspeicher ist wenig Nummer 1 vorhanden und der kann auf einmal das ganze Keratin, den ganzen Hornstoff nicht mehr halten und ein Teil tritt nach außen und wir haben die sogenannte Hornhaut auf den Fersen. Und das ist hier die erste Betriebsstörung, die ich genannt habe. Ich kann jetzt nicht bei allen diesen Betriebsstörungen erklären, warum sie sind, aber bei der fetten Haut fehlt dem Organismus Nummer 9, Natriumphosphoricum. Und bei den rissigen Lippen, die es jetzt im Winter gibt, ne, die oberflächliche Schicht der Haut, die als Hornstoff besteht, wird spröde, weil so viel Nummer 1 verbraucht wird. Zusammenziehen, dehnen. Und wir haben die rissigen Lippen im Winter, besonders bei der besonders sensiblen Haut. Und da gibt es ja dann von der Adler Pharma den Lippenbalsam und die Lippencreme. Und wir haben eine ganz eine tolle Möglichkeit, hier die Lippen zu unterstützen. Und das sind nicht
Und da sind natürlich die Mineralstoffe drin, die der Organismus braucht, die ihm hier abhanden gekommen sind. Hautkrebs mit der Nummer 4, Kaliumchloratum, Betriebsstörung, ja, da ist vor allem der Strom dahinter. Dann Lufthunger, Pigmentflecken, der gleiche Mineralstoff fehlt im Organismus, die Nummer 6, Kaliumsulfuricum. Und bei den Falken, da wissen Sie es ja, ne? Naja, das ist Silicea Nummer 11, gell? Und dann gibt es die welke Haut, das ist die Nummer 1. Und wissen Sie, es ist möglich, dass jemand, der sagt, er ist immer wieder krank, durchaus auch eine Hornhaut haben kann oder einen Lufthunger oder Falten. Also das kann beides auch natürlich gleichzeitig auftreten. Und wenn Sie umblättern, also ich gehe da hier weiter herunter, zu den Notregulationen, nun haben wir folgendes Problem. Wenn die Speicher heruntergehen, hat das natürlich auch Folgen mit einem Mangel an der Nummer 3, Ferrumfosforikum. Da haben wir die Nummer 3, Ferrumfosforikum. Und dieser Mineralstoff jetzt ist für die Transportqualität des Blutes zuständig. Jetzt stellen Sie sich aber vor, stellen Sie sich vor, der Organismus hat eine geringe Transportqualität des Blutes, weil die Nummer 3 fehlt, also sehr wenig vorhanden ist. Fehlt ist immer falsch, also niedriger Speicher. Was macht der Organismus, damit er genug transportieren kann? Er lässt das Blut schneller zirkulieren. Und wie erreicht er das? Indem er die Temperatur erhöht. Wir sind bei der erhöhten Temperatur, beim niederen Fieber. Und natürlich geben wir da die Nummer 3, Ferrumfosforikum, damit wird die Transportqualität des Blutes erhöht und das Fieber, die Erhöhung der Temperatur wird überflüssig. Es wird die Not gewendet. Und hier eine Anmerkung, man kann mit der Nummer 3, Ferrumfosforikum, auch Schüsslerzäpfchen machen, Fieberzäpfchen, vor allem für Kinder ganz interessant. Man kann auch Zäpfchen machen, Analzäpfchen, also hier für eingerissenes After, innenliegende Hämorrhoiden, juckendes After. Man kann aber auch Vaginalzäpfchen machen, also für den Ausfluss oder trockene Schleimhäute. Und bitte, da können Sie sich an die Apotheken wenden, an die Schüsseler-Apotheken, die in Ihrer Umgebung sind. Und die können auch selber Zäpfchen machen, keine Frage. Oder Sie fordern die Zäpfchen dann bei der Adler Pharma an. Die bekommt die Zäpfchen von der Adler Apotheke und Sie haben da wunderbare Fieberzäpfchen. Und jetzt kommt der nächste Mineralstoff. Es geht jemand mit zu wenig Kleidung ins Freie, in der Kälte. Ja, jetzt ist es ein bisschen wärmer geworden, aber es wird schon wieder kalt. Haben wir gehört, der zweite Teil, das dritte Drittel vom Jänner soll kalt werden. Und der Organismus braucht nun einen Betriebsstoff für die Wärmeregulierung. Ja? Weil in der Kälte muss die Wärme reguliert werden. Abgekühlte Flüssigkeit wird abgezogen, erwärmte Flüssigkeit wird hingepumpt. Und wenn es recht kalt ist, sagen wir sogar, die Kälte zieht in den Körper hinein, weil er es nicht mehr so schafft, gell? Haben wir dann kalte Hände. Und der Betriebsstoff für diese Wärmeregulierung ist die Nummer 8, Natriumchloratum. Das ist auch für die Flüssigkeitsregulierung wichtig und für Sehnenbänder, Knorpel, Auge. Und es ist der Betriebsstoff, das Werkzeug, mit dem der Organismus das Mucin bindet, den Schleimstoff. Und damit baut er dann alle Schleimhäute des Körpers auf. So, jetzt ist aber durch die Kälteregulierung wenig Betriebsstoff in Arbeitsspeicher, im Langzeitspeicher und der Körper greift wieder zu einer Notregulation, erholt sich nun Natriumchloratummoleküle aus der Verbindung mit dem Mucin. Dadurch wird der Schleimstoff verliert seinen Halt und das macht der Körper in den Schleimhäuten der Nase und der Schleim rinnt dann als glasklarer Rotz aus der Nase. Und natürlich nehmen wir da die Nummer 8 ein,
Aber wir haben auch ein Cremegel Nummer 8 für die Nase, für die Stirnhöhle, für die Nebenhöhle, damit sich da ja nichts ansammelt. Und wir können auch Nasentropfen machen. Und jetzt schicken wir den Norma hinaus in die Kälte. Und jetzt müssen die Drüsen heftig arbeiten und die Faszien. Die Faszien haben ein tolles Thema in der Frühjahrstagung, das Wunder Faszien. Auf das freue ich mich sehr. Das ist ein ganz ein wichtiges Thema, weil die Faszien überziehen den ganzen Körper innerlich. Überall haben wir die Faszien, ein feines Gewebe an Faserstoffen, das reagiert auf Druck, auf Stoß, auf Zug, auf Wärme, auf Kälte, Wärme und Kälte, auf Emotionen und auf Stress. Und jetzt kommt es zu einem Mangel an der Nummer 4, Kalium-Chloratum. Das ist der Betriebsstoff für die Drüsen, aber auch für die Faserstoffe. Aber die Drüsen brauchen jetzt heftig Nummer 4. Es ist wenig da im Arbeitsspeicher, im Langzeitspeicher. Und was macht der Organismus? Er löst nun Nummer 4 aus Faserstoffen heraus im Bereich der Bronchien. Die Faserstoffe verlieren ihren Halt, verklumpen, reizen die Härchen und wir sind beim weißlich-schleimigen Husten. Und wir sind bei der Hustensalbe, Salbe H. Eigentlich eine ganz eine wichtige Salbe für den Winter jetzt, Salbe H, wer angegriffene Bronchien hat und so zum Husten neigt, bitte Hustensalbe. Die Mineralstoffe, die da drinnen sind, ich sage das ganz langsam, 2, 4, 7, 8 und 10. Aber Sie können sich auch ohne Wissen über die Mineralstoffe auf die Hustensalbe verlassen. Also die Nummer 4 ist natürlich eine ganz wichtige Nummer. Die Nummer 2 ist für das Hollern, für die angespannten Bronchien. Und die Nummer 7 für nervöse Bronchien, nervöse Spannungen der Bronchien, Nummer 8 für die trockene Schleimhäute im Winter und Nummer 10 Natriumsulfuricum für den Abtransport der Schadstoffe, die hier im Bindegewebe lagern. Und nun haben wir mal so die, wie soll man sagen, die Ouvertüre hinter uns, also eher die Einleitung. Und jetzt gehen wir nach innen. Gehen Sie mit mir bitte auf die Reise nach innen, ganz hinein in den Körper. Und wir sind beim Bindegewebe. Das Bindegewebe, das sich zwischen unseren 100 Billionen Zellen befindet. Bei einem 70 Kilogramm schweren Menschen sind das 12 bis 14 Kilogramm Bindegewebe, das von 12 bis 14 Litern Bindegewebsflüssigkeit durchflutet ist. Und diese Fasern, diese vielen kleinen Fasern, das ist nun dieses Bindegewebe. Dankeschön. Das ist nun für diese Anerkennung der Salbe H. Noch einmal, hier Kollagen, Elastin, Proteoglykane, Hyaluronsäure, das ist nun dieses Bindegewebe, in das nun Arteriolen hereinführen, also feine Arterien, die liefern nun die Nährstoffe und den Sauerstoff. Und das geht jetzt hier über die schwarzen Perlenkette zur Zelle. Und die Zellen produzieren Müll und 80% vom Müll geht in die Venolen und dann, also in die Kapillaren und dann in die Venolen, also die abführenden Gefäße. Die sind übrigens viermal so viel, die Venen, als die Arterien. Und 20% vom Müll geht in die Lymphgefäße. Und Sie sehen hier in diesem Bindegewebe, das ist ein ganz wichtiges Bindegewebe. Und sie wird von Dr. Rosen und anderen Forschern, wird es als Molekularsieb beschrieben. Also wir haben hier ein Problem, das ja in den Muskeln Laktat entsteht, es muss gepuffert werden, da entstehen Salze, aber es entstehen auch andere Ablagerungsstoffe und hier, das sind hauptsächlich Salze, also Verbindungen von Säuren mit Mineralstoffen, ja, auch Giftstoffe
die nicht ausgeschieden werden, bleiben nun in diesem Molekularsieb hängen. Also das geht nicht da durch dieses Bindegewebe, sondern dieses Bindegewebe ist ein Molekularsieb. Und da sagt nun der Professor Heine, ein bedeutender Forscher zu diesem Bindegewebe, das weiche Bindegewebe ist die Mülldeponie des Körpers. Und ich kann Ihnen sagen, dieses Bindegewebe kann viele, viele Jahre Schadstoffe und Säuren aufnehmen. Aber irgendwann ist Schluss. Das sage ich jetzt einfach einmal so. Und Sie sehen auch hier im Bindegewebe hat dieser Grafiker oder die Frau Zimmermann eine Mülldeponie eingezeichnet. Auch hier gibt es eine Mülldeponie. Auch hier gibt es eine Mülldeponie. Also das ist ganz wichtig. Und die ganz wichtigsten Mülldeponien sind sogar die Zellen. Es werden sogar Schadstoffe bis in die Zellen abgelagert. Wir bleiben aber jetzt im Bindegewebe. Und dann haben wir hier bei der heutigen Ernährung essen wir häufig Nahrungsmittel mit zu hohem Anteil von Stoffen, die im Stoffwechsel zu Säuren abgebaut werden. Diese Säuren stammen hauptsächlich von Eiweißen. Und darum steht hier die Überschrift: Eine wesentliche Beachtung beim Bindegewebe ist dem momentan so hoch im Kurs stehende Eiweiß zu widmen. Aber die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat schon das 1 Gramm Eiweiß, das sie empfiehlt, auf 0,8 Eiweiß pro Tag und Kilogramm Körpergewicht reduziert. Und das ist aber dem Dr. von Rosen, den ich hier zitiere, da sehen Sie auch die Fußnote, zu viel. Er ist bei einem halben Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht pro Tag. Und der Dr. Rau hat mir ein Heilpraktiker bei einem anderen Seminar bestätigt, hat ein Seminar beim Dr. Rau in der Schweiz gemacht, der ist bei 0,4 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht pro Ja, Tag. wirklich. Bei einem halben Gramm wären wir bei einem 70 Kilogramm schweren Menschen bei einem Maximum von 35 Gramm Eiweiß pro Tag. Und jetzt überlegen Sie, wie naiv oder blind Menschen hier gerade Low Carb, also wenig Kohlenhydrate, aber viel Eiweiß essen und hier den Körper belasten. Und da kommt noch, es kommt noch was dazu. Und Eiweiß wird also über Aminosäuren abgebaut und diese Säuren sind stark. Starke Säuren, die durch Mineralstoffe neutralisiert werden müssen. Und jetzt sage ich Ihnen was. Wenn also diese Säuren hier neutralisiert werden müssen, hier im Bindegewebe, dann stehen den Zellen weniger Mineralstoffe zur Verfügung, Betriebsstoffe. Und nun kann die Zelle ihren Bedarf, ihren Betrieb nicht optimal organisieren. Und es bricht zum Beispiel die Atmungskette ab. Und die Zelle wirft dann Proteinsäuren in das Bindegewebe. Und der Norbert Fuchs, der Begründer der österreichischen Nährstoffakademie, sagt eben, die Versäuerung vom Bindegewebe beginnt in den Zellen. Und jetzt kommt noch der Professor Lothar Wendt, wenn Sie sich diesen Namen bitte vorknöpfen. Und zwar hat er schon nach dem, also 49, hat er schon seine Eiweißspeicherkrankheit dargestellt. Und zwar geht es da um Folgendes. Er hat nämlich festgestellt, dass bei parallelem Konsum von Eiweiß und Kohlenhydraten, wissen Sie, der Körper baut natürlich Kohlenhydrate viel schneller um in Energie und Eiweiß lagert er an. Eiweiß lagert er an im Bindegewebe. Und es lagert sich Eiweiß in den Kapillaren an. Und zwar, da geht es um einen Fachausdruck, um die Basalmembran der Kapillaren. Die sind nämlich nur einwandig, damit sie durchlässig sind. Aber wenn sich hier Eiweiß anlagert, dann sind die Kapillaren nicht mehr so durchlässig und dann geht der ganze Stoffwechselaustausch nicht mehr so gut. Und ich kann direkt vom verstopften Menschen reden. Verstopft meine ich hier nicht die Verdauung, sondern ganz drinnen ist der Mensch verstopft. Und wissen Sie, wir haben 100.000 Kilometer Kapillaren in unserem Körper. Ja, zweieinhalb Mal rund um die Erde. Unvorstellbar. Und stark durchblutete
Teile des Körpers wie die Muskeln haben sehr viele Kapillaren, weil da muss ja intensiver Stoffwechsel funktionieren, also abgewickelt werden. Also die müssen durchlässig sein und der Fachausdruck hier ist die Permeabilität, die Durchlässigkeit. Und wenn die leidet, dann sagt der Professor Wendt, dann erhöht der Körper automatisch den Bluthochdruck, damit hier mehr Druck entsteht, damit die Nährstoffe hinausgehen und die Zellen aufgeladen werden. Er führt sogar Diabetes zum Teil hier darauf zurück. Also Eiweiß, wenn im Bindegewebe eingelagert werden, dann haben wir gelosen, myoglosen, Hartspann, Verhärtungen, alles Formulierungen für Bindegewebe, das durch Säure leidet. Und dann gibt es verhärtete Muskeln im Nacken, gell? Dann haben wir nicht mehr so machen, boah, weil es so weh tut. Dann schmieren wir natürlich Gelenkecreme und nehmen die Nummer 2 ein. Auf jeden Fall leidet der Stoffwechsel enorm. Und das war mir das Ganze wert, noch einmal einen Ausflug in die Speicher zu machen. Warum? Hier geht es um zwei Bewegungen. Je mehr die Speicher hinuntergehen, umso mehr werden die Deponien im Körper angefüllt. Noch einmal, wenn die Speicher abgebaut werden, umso mehr werden die Deponien mit Schadstoffen angefüllt. Und ich habe hier ein schönes Zitat gefunden. Also wir werden hier angefüllt. Ich habe Ihnen extra hier noch eine Unterlage eingefügt. Kann ich Ihnen eine Unterlage einblenden, nämlich die täglichen Gifte. Ich habe das als Zitat hier hereingenommen. Das habe ich nicht zusammengestellt, aber das sind doch sehr, sehr viele Stoffe. Und alle diese Unterlagen, die ich hier einblende, können Sie bei der GBA anfordern. Also da gibt es eine Adresse, gba.gba.at. Da können Sie alle Unterlagen anfordern, die ich einblende. Ja. Und ich gehe wieder zurück zur Unterlage. Ich gehe aber zur Unterlage zurück. Na, auch nicht. Ja, das haben wir. Das haben wir jetzt richtig. Und hier der fettgedruckte Text kommt. Bei einer hohen Schadstoffbelastung, also die kommt über die Luft, übers Wasser, über den Boden, über Wohn- und Arbeitsplätze, über die Medikamente, über Genussmittel, über Ernährung, kommt sehr viel in den Organismus. Aber jetzt kommt bei einer hohen Schadstoffbelastung ein Mangel an Mikronährstoffen, Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe dazu, verstärken sich diese beiden negativen Einflüsse auf den Körper. Das hat jetzt für uns ganz eine große Bedeutung, wenn wir in unserem Thema weitergehen. Da bestimmte Mikronährstoffe zur Entgiftung absolut erforderlich sind, liegen sie im Mangel vor, kann dieser lebensnotwendige reinigende Prozesse nicht mehr ausreichen, können die nicht mehr stattfinden. Und hier haben Sie eine Aufzählung, was dann alles passiert. Und ich will Ihnen unbedingt hier dann das Fasten auch näher bringen, diese reinigenden Prozesse. Ich war da gerade beim Intervallfasten. Das hat eine große Bedeutung, dass man eben hier den Körper, dass die Zelle hier, dass sich die Zelle von überflüssigen oder gar schädlichen Bestandteilen reinigt. Und ich habe die 8-16 Stunden Kur genommen. Also ich nenne das nicht unbedingt Fasten, wenn man mal 8 Stunden essen, der von 16 Stunden nichts isst. Und nach 12 Stunden Nahrungskarenz beginnt im Organismus der sogenannte Prozess der Autophagie. Und da, damit sie also in Fastenzeiten Energie produzieren kann, also wenn man über 12 Stunden nichts isst, gell, nimmt sie alte oder defekte Bestandteile aus sich selbst und verbrennt sie. Und da beginnt der Körper sich selbst zu reinigen, und zwar rundum bis hin zu den Nervenzellen im Gehirn. Also der Eckhard von Hirschhausen schwört auf das Intervallfasten
und noch viele andere auch. Ich habe Ihnen den Zugang zu diesen Texten auch hier zitiert. Gehen wir zurück zu unserer Unterlage. Sie haben also hier, wenn die Schadstoffe zunehmen und die Speicher abnehmen, noch einmal dieses Bild, dann haben wir Atemwegs, also Infektionen in den Atemwegen, im Darm. Wir haben Allergien, wir haben Darm-, Leber-, Nierenschäden, also gerade die Organe, die auf Ausscheidung so wichtig sind. Dann Atem-, Lungen-, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erschöpfungssyndrom, das schauen wir uns gleich einmal genauer an. Dann Multiple Chemical Sensitivity, dass man auf bestimmte feine Strukturen, Substanzen empfindlich wird, Krebs und neurologische, psychische Störungen. Also es ist einmal wichtig, dass wir das wissen. Das ist nicht nur so, dass es zum Speicherabbau kommt und hat Betriebsstörungen. Wir müssen unbedingt beachten, dass dann auch die Deponien angefüllt werden und dass das Probleme macht. Und was macht uns noch Probleme? Nämlich freie Radikale. Freie Radikale, genauso wie Schadstoffanfüllung im Körper, belasten beides, belastet massiv das Immunsystem. Und es wird zu wenig beachtet. Es fragt sich jetzt, na, wie entstehen freie Radikale? Durch chemische Stoffe, durch Abgase, Smog, Schwermetalle. Ich habe Ihnen da ein paar Sachen eben gezählt, Entschuldigung, durch reduzierte Qualität der Lebensmittel, ich habe Isolierung, Denaturierung, Konservierung, da gehe ich noch drauf zurück. Wir haben Transport, diese Nahrungsmittel, die werden bestrahlt, dass sie nicht altern, also vorzeitig reifen. Haben wir Pestizide, Herbizide, die Leber ist überfordert. Dann haben wir persönliche Belastungen, Amalgam, Erkrankungen, Verhütungsmittel, hormonelle Verhütungsmittel haben einen großen Einfluss, Medikamente, Schmerzmittel und so weiter und so fort. Und diese freien Radikalen, da habe ich mir einen ganz wichtigen Text aus der Literatur herausgeholt für Sie, der mir wichtig ist. Ja? Die im Rahmen endogener Stoffwechselprozesse, also im Stoffwechsel oder durch äußere Einflüsse, in unserem Organismus entstehenden Sauerstoffverbindungen. Also im Organismus selbst entstehen Freiradikale, aber auch durch äußere Einflüsse, die ich gerade aufgezählt habe. Und diese ROS, ich habe es hier zitiert, Reaktiv-Oxygen-Spezies, also Sauerstoffradikale, ROS, besitzen ein hohes Schädigungspotenzial für biologische Strukturen. Und Bodo Kuklinski bezeichnet diese freien Radikalen als weiße Haie, die in unserem hochsensiblen Meer unseres Stoffwechsels und der feinen Strukturen schwimmen und eben natürlich Zellmembranen, Mitochondrien, also die Kraftwerke in den Zellen, die DNA, sogar die Zellkernstruktur, Lipide, also fettgebundene Stoffe, Proteine, eiweißgebundene Stoffe angreifen. Und die müssen natürlich in geeigneter Weise inaktiviert werden. Und das mit dem zunehmenden Alter auftretende Ungleichgewicht zwischen erhöhtem Anfluss der Sauerstoffradikale und verringerter antioxidativer Inaktivierungskapazität führt zu oxidativem Stress. Es hat die Forschung festgestellt, dass der Organismus aus eigenem bis zu einem Alter von 30 Jahren die freien Radikale alle inaktivieren kann. Und nachher kommt es zum Ungleichgewicht, eben zu oxidativem Stress. Aber den kann man natürlich auch künstlich anheizen. Und ich sage das so nebenbei, warum werden so viele Menschen krank nach einer Crash-Diät? Weil so viele freie Radikale frei werden und die müssen auch inaktiviert werden. Die muss man beachten. Und wir werden gleich sehen, was da alles durch freie Radikale an Belastungen entsteht. Und vor allem, diese freien Radikale sind ursächlich an allen wichtigen Alterungsvorgängen beteiligt. Also, es ist fast ein Anti-Aging-Programm, diese freien Radikale zu beachten.
Und was gibt es nun für Zeichen, dass man zu viele freie Radikale in unserem Körper hat? Na, wenn Sie in der Früh aufstehen und Sie haben das Gefühl, boah, heute habe ich das Gefühl, ich bin 200 Kilo schwer. Diese Schwere ist ein Anfluten von freien Radikalen. Eine unerklärliche Müdigkeit, die das Wohlbefinden stört, Abfall der Leistungsfähigkeit. Die Alkoholintoleranz ist mir jetzt nicht so von Bedeutung, weil alle, die mir zuhören, die gehören da in dieses Thema ja nicht hinein. Aber wir haben Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wir haben Allergien, rheumatische Erkrankungen und eben die Hautalterung und Menschen, die sich gerade der Sonne so intensiv aussetzen oder dem Solarium, die haben eine gealterte Haut, weil hier freie Radikale Zellen zerstören und dann hast du eine Hautalterung. Nun gibt es natürlich Stoffe, die wichtig sind, diese freien Radikalen zu inaktivieren. Und die nennt man Antioxidantien. Und die gibt es auch in der Nährstoffwelt, also in der orthomolekularen Medizin. Und Sie sehen hier Vitamin E, das ist im fettlöslichen Milieu, Vitamin C im wässrigen Milieu wirksam. Dann haben wir Beta-Carotin, wir haben Selen. Das ist ganz wichtig, von dem hören wir noch. Wir haben die B-Vitamine, also gerade der Vitamin B-Komplex ist sehr wichtig für als Antioxidantium und Zink. Und ich kann Ihnen sagen gleich, Sie werden sie von dem hören hier, von dem Eisenimmun. Und in diesem Eisenimmun ist nicht nur der Aufbau vom Eisenhaushalt ein Thema, sondern da sind außer Zink alle diese genannten Antioxidantien schon drinnen. Also inaktivieren freie Radikale. Und ich habe Ihnen hier auch noch einmal eine Antioxidantienmischung aufgeschrieben, die hier, die Nummer 3 ist das wichtigste Antioxidantium. Dann habe ich die Nummer 6 ist für die Atmungskette in den Zellen wichtig, die Kaliumsulfuricum, Natriumsulfuricum unterstützt die Leber. Ein ganz ein wichtiges Organ, das auch sehr durch freie Radikale belastet werden kann. Dann haben wir die Nummer 17, Manganumsulfuricum. Mitochondriale Superoxiddismutase, ganz ein wichtiges Antioxidantium, das die Mitochondrien schützt, unsere Kraftwerke im Körper. Dann haben wir hier Cuprum-Arsenicosum und Zinkumchloratum. Hier haben wir die kupfer- und zinkhaltige Superoxiddismutase, die schützt die Zellmembranen. Und die Nummer 26, Selen, schützt, also die Glutathion-Peroxidase, die schützt die Leber, schon wieder Nummer 10, Nummer 26. Lymphozyten, Erythrozyten, ganz wichtig für das Immunsystem und die Augenlinse. Und ich kann natürlich auch 3, 17 und 26 kombinieren. Man ist hier frei in der Kombination. Und ich habe schon erwähnt, Eisenimmun, Adler Ortho 3. So, hier ist eine wichtige Geschichte. Und jetzt habe ich ein Bild für Sie. Und jetzt muss ich das ein bisschen kleiner machen, damit man das wirklich gut sieht. Wir haben hier das Zylindermodell nach NOAC. Ein bisschen kleiner. So, jetzt haben wir alles drauf. Und der Zylinder stellt unseren Körper dar und die Höhe des Zylinders, die Kompensationsfähigkeit von Belastungen. Also wie geht der Organismus mit Belastungen um und wie schafft er es, Belastungen zu kompensieren, also auszugleichen, sodass er nicht in die Enge kommt. Nun ist es aber so, wir kommen mit einer geringen Belastung zur Welt, da entgiftet sich die Mutter ja am heranwachsenden Kind, das ist ein natürlicher Prozess in der Natur, da braucht man nicht drüber reden, aber dann kommen Belastungen dazu. Krankheiten, die nicht ganz komplett ausgeheilt werden, da haben wir Reste in unserem Körper, auch von Impfungen, auch von Verletzungen oder bei Operationen, wo sehr viele steril wirkende Stoffe eingesetzt werden. Wir haben Medikamenten, Stoffe, Reststoffe, Nährstoffschlacken. Wir haben gerade über die Ernährung geredet. Umweltbelastungen, aber die Psyche wirkt sich auch aus. Und auf einmal ist es Heferl voll. Also Heferl meine ich hier natürlich Großmutters Tasse, so heißt es bei uns heute in der Mundart. Auf einmal ist es voll. Und wissen Sie, dann sagt der Mensch auf einmal, na früher,
Früher habe ich Erdbeeren essen können, ich vertrage sie nicht mehr. Früher habe ich Nüsse essen können, ich vertrage sie nicht mehr, ich kriege eine taube Zunge. Früher habe ich durch eine blühende Wiese gehen können. Jetzt vertrage ich das nicht mehr. Die Augen beginnen zu jucken, die Nase beginnt zu rinnen. Der Körper hat keinen, was hat er nicht mehr, keinen freien Kompensationsraum mehr und er reagiert panisch, könnte ich fast sagen, allergisch oder hilflos auf alle ihn belastenden Stoffe. Und der Norbert Fuchs, von dem habe ich das ja zitiert, ich habe das halt ein bisschen schöner ausgeführt. Der Auslöser, der letzte Tropfen, nur wenn Sie ein Glas mit Wasser füllen, wissen Sie ja, da gibt es oben dann so eine Erhebung aufgrund der Oberflächenspannung vom Wasser. Und wenn da jetzt ein Tropfen kommt, Auslöser, letzter Tropfen, Seefall geht über. Der Auslöser kann zu Krebs, Allergien, Herzinfarkt oder zu einem Zusammenbruch des Immunsystems führen. Aber wissen Sie, wir wollen das ja nicht gleich so dramatisch haben, sondern er reagiert. Er reagiert oft und man weiß gar nicht, warum. Wie ist es jetzt so? Und nun ist es aber so, dass der Auslöser für die Hauptursache der Erkrankung gehalten wird. Na, du bist jetzt auf einmal, was jetzt nicht mehr drastisches Beispiel, auf dem Kamillentee allergisch. Das ist ja Heiltee, ne? Trotzdem, es gibt Menschen, die sind da, die reagieren da. Na, warum? Der Körper, der Organismus hat keinen freien Kompensationsraum mehr. Ja? Und das ist jetzt ganz wichtig. Jetzt stellen Sie sich vor, in so ein System kommt eine Impfung. Wie soll denn der Organismus das schaffen, hier mit der Impfung zurechtzukommen? Also wir brauchen einen Weg, und das ist mir jetzt alles wichtig für Sie, damit wir uns das wirklich konsequent anschauen, auch die Hintergründe. Und es geht hier noch einmal, wird der Auslöser der Erkrankung gehalten, für die Erkrankung gehalten. Also jetzt, ich bin allergisch im Frühjahr, nicht auf die Pollen. Und dann wird diese Reaktion unterdrückt und wird nicht hingeschaut, was ist denn der Hintergrund, was ist denn da Schuld, warum hat denn der Organismus keine Möglichkeit mehr, auf diese Belastung zu reagieren. Und nun zeige ich Ihnen hier ein Bild, da ist es dem Menschen gelungen, hier einen kleinen Kompensationsraum zu schaffen. Warum? Weil hier Deponien ausgeräumt wurden. Natürlich ist es erstrebenswert, dass es noch viel weiter runterkommt. Ja, natürlich ist ja ganz klar. Und was braucht man jetzt? Also er hat jetzt auf einmal einen Kompensationsraum und der Mensch ist in gewissem Maße erleichtert. Ja, der reagiert nicht gleich so schnell und so hilflos. Und natürlich muss das noch weiter heruntergehen. Wie geht das? Basisch energiereiche Ernährung, möglichst aufgefüllte Speicher und abgesenkte Deponien. Und diese abgesenkten Deponien bilden sich hier in dem Kompensationsraum wieder. Also vor allem Vermeidung von Einlagerungen in die Deponien. Und hier habe ich ein neues Schlagwort für Sie. Rückstandsarme Ernährung. Noch einmal, rückstandsarme Ernährung. Und schauen Sie sich das Blatt an mit den täglichen Giften und hier wirklich rückstandsarme Ernährung. Und es macht einen Sinn, dass ich auf biologisches Obst schaue, das nicht gespritzt worden ist, weil da habe ich dann keine Herbizide, keine Insektizide als Beispiel jetzt ganz schnell. Also es zahlt sich schon aus, biologisches Fleisch sich zu kaufen. Das beim Braten nicht auf die Hälfte schrumpft. Aber das ist halt dann nicht mit Hormonen gefüttert worden, dieses Tier. Und ich habe weniger Belastungen in meinen Deponien. Und ich muss halt schauen, dass ich an eine gute Luft komme, ionenreiche Luft. Natürlich haben wir da jetzt die Bergluft und die Luft am Meer mit ionenreicher Luft. Also Vermeidung von Einlagerungen in die Deponien. Das ist mir ganz wichtig. Schaffung von freiem Kompensationsraum. Und
Da ist hier einfach die Stoffwechselaktivität zu stärken. Und wir haben auch die Reduzierung der freien Radikalen als Thema, weil sie einfach so sehr belasten. Und wenn wir hier weitergehen in unserer Unterlage, dann sehen Sie hier ein Programm, das kann ich natürlich hier nicht ausführen. Das ist das Detox-Programm der Adler Pharma. Also es geht nicht nur ums Abnehmen. Natürlich ist Abnehmen im Frühjahr wieder so ein Thema. Und wir haben aber ein Flugblatt in der Adler Pharma. Das heißt, mit der Schüssler Detox-Kur zum Wohlfühlgewicht. Und diese Broschüre können Sie sich ja in Ihrer Apotheke besorgen. Mit der Schüssler Detox-Kur zum Wohlfühlgewicht. Ganz kurz, Hepaxen ist also hier der Impulsgeber, dass der Stoffwechsel in Bewegung kommt. Und Cell-Basic, das ist nun eine Kombination von 14 Mineralstoffen, damit Entgiften, Entsäuern, Entschlacken gelingt. Also Abbau von Deponien. Und da haben wir die Kombination drinnen für die Energie, für den Säureabbau, für den Schadstoffabbau, also Schlackenabbau, für den Schwermetallabbau. Das muss beachtet werden. Und es ist fast die ganze Antioxidantienmischung drinnen. Und die Bedeutung für diese Mischung habe ich Ihnen ja schon nahegebracht. Wir können auch mit einem basischen Bad arbeiten und einen Stoffwechsel-Tee. Und wenn Sie sich mit Fasten beschäftigen wollen, dann habe ich eine gute Adresse für Sie. Da gehe ich wieder raus. Ich weiß ja nicht, ob jetzt meine gute Bekannte oder Freundin, die Frau Susanne Flint, schon dabei ist. Aber ich gebe Ihnen eine Adresse, eine E-Mail-Adresse, wo Sie sie auch anschreiben können. Und mir ist es ganz wichtig, Sie macht ja Fastenkuren. Aha. Entschuldigung, ich gehe noch einmal weg und schaue mir die Chatnachricht an. Da ist eine ganz interessante. Kinder können die mangelhaft auch gefüllten auch schon von ihren Müttern mitbekommen. Ja, richtig, Frau Beierl, sehr gut. Und Stress spielt auch schon bei Kindern eine große Rolle. Stressabbau bedeutet weniger Kapazitäten und Fehlreaktionen in der Immunabwehr. Also man kann durchaus Kindern, natürlich Kindern, diese Schüsslersalze geben. Und wir haben ganz tolle Möglichkeiten. Hier Kinder zu unterstützen, also an die Antwort an die Frau Ebner. Ich freue mich, wenn Sie untereinander auch hier sich gegenseitig Antworten geben. Das ist ein schöner Dialog. Wenn ich aber etwas freigib, wie hier die Unterlage, dann kann ich den Chat nicht beachten. Aber ich schaue dann immer wieder herein. Und am Schluss von meinem Vortrag können wir uns ja dann auch noch, können wir auch noch in Dialog treten. Und nun das Thema Immunsystem stärken. Und als erstes haben wir hier das Zellimmuferin vor uns, diesen wichtigen Zellkomplex. Das ist ein in Österreich ein Vollarzneimittel mit den Indikationen, wie sie hier heroben stehen. Unterstützung der natürlichen Abwehrkräfte, wie zum Beispiel bei grippalen Infekten, auch zur Vorbeugung, Prophylaxe. Und nun ist interessant, was sind denn da für Mineralstoffe drinnen? Und das, was ich Ihnen da zuerst sagen kann, ist die Kombination 3, 4, 8. Und die haben es von mir schon gehört. Da haben wir die erhöhte Temperatur, also niederes Fieber. Dann haben wir hier den weißlich-schleimigen Husten, das sehen Sie hier. Und wir haben bei der Nummer 8 den Schnupfen. Also wir haben hier die Verkühlung. Wenn jetzt jemand für die Verkühlung 3, 4, 8 einnimmt, ja, das hat jemand wirklich, boah, mir ist so heiß, also ich glaube, ein bisschen ein Fieber, ein Schnupfen habe ich, ein Fieber habe ich, was konnte denn da nehmen?
Jod 3, 4 und 8. Kali. Ferrum phosphoricum, Kaliumchloratum, Natriumchloratum. Wie viel Säure nehmen wir? Da kriegt er von mir die Antwort, ja, im raschen Wechsel, weil das ist ja akut. Und der Mensch kauft sich die drei Dosen und nimmt in raschen Wechsel für die Verkühlung, das nehme ich jetzt heraus, und sagt, ma, das hilft aber schnell. Wissen Sie, der Organismus stoppt Belastungen, Substanzverlust, so schnell es wie immer nur möglich ist. Dann ist er heraus, ja, aus diesem Bereich, wo es dann eben zu sichtbaren Störungen kommt, weil die Speicher schon so weit herunter sind. Ja? Wenn der Mensch jetzt aber aufhört zum Einnehmen, dann rutscht er bei der geringsten Belastung wieder in den Bereich hinein, wo sich der Organismus nicht mehr optimal organisieren kann und es kommt wieder zu diesen Betriebsstörungen. Deshalb ganz wichtig, grundsätzlich bei der Biochemie nach Dr. Schüssler. Nach dem Abklingen der Beschwerden nehmen Sie bitte die Mineralstoffe noch längere Zeit darüber hinaus. Warum? Also Sie haben das jetzt schon so oft von mir gehört, um Speicher aufzubauen, Vitalität, Spannkraft, Robustheit aufzubauen. So, das war die Verkühlung. Und nun geht's weiter. Wir sind bei der Nummer 9, Natrium phosphoricum. Und da haben wir jetzt Folgendes. Das ist der Betriebsstoff, mit dem der Organismus den Säure-Basen-Haushalt reguliert und über eine Übersäuerung ist ein Riesenproblem. Die Säure hängt sich an die Lymphozyten, sind unsere Kampftruppen, das schwächt das Immunsystem. Und Sie wissen, Säure belastet die Lymphe und es kommt zu geschwollenen Lymphknoten. Und sogar der Dr. Schüssler selber hat in seinen Schriften Nummer 9 bei Lymphdrüsengeschwülsten angegeben. Also ganz wichtig, Nummer 9, wo es um. Und noch was, das habe ich bei meinem Long-Covid-Vortrag auch ausführlich gebracht, eine Übersäuerung bremst den Sauerstoffaustausch im Gewebe. Das heißt, die Zellen bekommen weniger Sauerstoff und dadurch habe ich natürlich auch eine Schwächung vom Immunsystem. Ja? Also die Übersäuerung, der muss vorgebeugt werden mit der Nummer 9. Dann habe ich hier die Nummer 21, das Zinkum. Chloratum, das ganz wichtig ist für das Immunsystem, aber auch für die zinkhaltige Superoxidismutase als ein Schutz vor freien Radikalen, ist also hier auch sehr wichtig. Und hier muss man da noch einen Zettel suchen, wo es um das Eisenimmun geht. Das habe ich gleich. Und das Zell Immunferin geht und gerade die Nummer 21, dieses Zink, aktiviert auch die Thymusdrüse, die ganz wesentlich ist für das Immunsystem und sie beeinflusst die Funktionen und vor allem die Aktivität des angeborenen und des erworbenen Immunsystems. Wir haben also zwei Immunsysteme, das angeborene, das spezifische. Immunsystem ist dann das erworbene Immunsystem. Das unspezifische ist das angeborene. Und die Nummer 26, die also hier auch noch enthalten ist, da geht es also, wie ich schon gesagt habe, um die Glutathionperoxidase, also auch um einen antioxidativen Schutz und hier um den Schutz der Leber, Glutathionperoxidase, also Glutathion, um den Schutz der Leber, der Lymphe zu. Es geht um die Lymphozyten, um die Erythrozyten und um die Augenlinse. Und das Glutathion aktiviert natürliche Killerzellen. Und wenn wir jetzt zu unserem dazugehörenden Nährstoffprodukt gehen, also hier haben wir das Eisenimmun, und das habe ich schon erwähnt, gell, mit den vielen Antioxidantien, die hier enthalten sind, ich zeige es Ihnen noch einmal, Eisenimmun. Hier, das hat ja sehr viele Inhaltsstoffe, das zeige ich Ihnen noch einmal, aber das sehen Sie gleich noch größer. Da gebe ich einmal die Freigabe, beende ich die Freigabe und zeige Ihnen hier die vielen Stoffe, die hier in diesem Eisenimmun drinnen sind.
Und die haben wir hier auch aufgezählt bekommen. Und sie haben hier auch, sie haben auch hier dann das Eisengluconat, das sehr gut aufgenommen werden kann. Also hier überhaupt, na, wenn Sie Probleme mit dem Eisenhaushalt haben, habe ich auch eine Kombination für Sie. Nämlich Ferrum und Eisenimmun ist eine tolle Kombination für den Eisenhaushalt. Da habe ich am Beginn dieses Vortrages schon mit einer Dame diskutiert und für die wäre das auch super. Nummer 3 und Eisenimmun, Unterstützung des Eisenhaushaltes. Wir sind aber jetzt bei einer anderen Kombination, nämlich wir wollen das Immunsystem stärken und hier haben wir Zellimmuferin und Eisenimmun. Und da ist drinnen eben das Eisengluconat. Das ist eine sehr gute Aufnahmemöglichkeit, Verfügbarkeit für den Körper. Und Kupfergluconat, sehen Sie, fördert die Hämoglobinbildung. Also der Körper braucht Kupfer, um Eisen ins Hämoglobin einbauen zu können. Und deshalb ist Kupfer auch wichtig. Es kann passieren, dass Menschen Eisen einnehmen und nicht Kupfer und hier einen sekundären Eisenmangel haben, weil es Kupfer fehlt. Und wir brauchen den Vitamin B-Komplex. Wir sind jetzt beim Thema Blut. Also das Eisenimmun hat drei Themen: Blut, Konzentration und Antioxidanz. Und wir sind beim Blut. Und der Vitamin B-Komplex ist auch hier für das Blut wichtig, steigert die Lebensdauer der Erythrozyten und das steigert auch die Blutbildung, also die Hämoglobinbildung, Bindung und Bildung. Und wir haben Vitamin C drinnen, da wird die Eisenaufnahme ums Fünffache erhöht und wir haben das Chlorophyll, das eine Ähnlichkeit mit dem Hämoglobin hat. Die Struktur ist die gleiche wie beim Hämoglobin und der Organismus braucht aus dem Chlorophyll nur das Magnesiumatom herausnehmen und ein Eisenatom hineingeben und er hat schon ein Hämoglobin. Also sehr ökonomisch arbeitet da der Organismus und man kann Schadstoffe ausleiten. Wenn es um die Konzentration geht, was haben wir da in dem Eisenimmun drinnen? Vitamin B-Komplex, da geht es um Energiestoffwechsel und ums Gehirn, Gedächtnisleistung. Wir haben Ginkgo Biloba drinnen, wieder Konzentration, Gedächtnis, Gehirndurchblutung. Und wir haben Vitamin A und Beta-Carotin drinnen, das verbessert wieder die Gehirnleistung und fördert den Amyloidabbau im Gehirn, also hier eine Vorsorge von Demenz und Alzheimer. Und jetzt sind wir bei unserem Thema, was ganz wichtig ist für die Unterstützung vom Immunsystem. Das ist die Bindung von freien Radikalen. Ich habe das schon ausdrücklich aufgezeigt. Und da haben wir Ingwer, wirkt entzündungshemmend, schmerzstillend, verdauungsfördernd, ganz eine wichtige Geschichte. Selen habe ich schon erwähnt, mit dem Glutathion, also Immunstoffwechsel, Immunglobuline und ist bei der Bildung der natürlichen Killerzellen wichtig, weil auch diese Killerzellen ein wesentlicher Teil des Immunsystems sind. Und die Glutathionperoxidase habe ich schon erwähnt, da geht es also um die Inaktivierung von freien Radikalen. Vielleicht ist das ein ganz neues Thema für Sie, diese freien Radikalen, aber ganz ein wichtiges Thema, das man nicht vernachlässigen soll. Vitamin A und Beta-Carotin fördern den Immunstoffwechsel und auch die Hämoglobinsynthese, also dass das Hämoglobin zusammengebaut wird und dann eben in den Erythrozyten den Sauerstoff bindet und damit der bis zu den Zellen transportiert werden kann. Dann Vitamin C haben wir also Unterstützung des Immunsystems, ist also antiviral wirksam und ist ein Antioxidans im wässrigen Medium, das habe ich schon gesagt, entzündungshemmend. Dann hey, Vitamin E, lipophiles Antioxidans, also im fettlöslichen Milieu. Ein Antioxidans, also ein Inaktivierungsstoff für freie Radikale und steigert auch die Lebensdauer der Erythrozyten. Und dann haben wir das Q-Enzym Q10. Was noch wichtig ist bei diesen Nährstoffen, dass sie sich gegenseitig recyceln.
Also wenn gerade im Vitamin B-Komplex ein Vitamin B nun ein freies Radikal inaktiviert hat, dann ist es ja wirkungslos. Und dann wird es von anderen B-Vitaminen wieder aktiviert und kann wieder ein freies Radikal inaktivieren. Also dieses gegenseitige Recycling ist hier ein wichtiges Thema. Und ein wichtiges Thema für das Immunsystem, es kann nicht, wie soll man sagen, übergangen werden, weil es einfach so wichtig ist. Das ist die Ernährung. Es ist fast ein selbstverständliches Element für das Immunsystem. Und hier steht gleich als Überschrift, eine ausgewogene Ernährung ist eine wichtige Voraussetzung für ein intaktes Immunsystem. Also Vitamine, Mineralstoffe, natürlich, da gibt es noch andere Stoffe, Nahrungsfette. Bitte schreiben statt Ballaststoffe Faserstoffe hinein. Und sekundäre Pflanzenstoffe spielen also eine wichtige Rolle. Und auch das Körpergewicht kann das Immunsystem beeinflussen. Also dicke Menschen, die also in der Gefahr vom tödlichen Quartett sind. Das tödliche Quartett ist der Herzinfarkt, Diabetes, Bluthochdruck und Arteriosklerose. Also da haben wir korpulente Menschen, sind wirklich belastet. Und natürlich auch im Immunsystem belastet. Und deshalb natürlich fasten, vernünftig fasten. An was denkt der Mensch, der fastet? Meistens ans Essen. Und das ist verkehrt. Er sollte an einen Körper denken, wo die Deponien reduziert werden, wo die Speicher aufgebaut werden, wo die Vitalität steigt, wo die Robustheit steigt. Und ganz selbstverständlich baut der Organismus nun auch Gewebe ab, in das er Schadstoffe eingelagert hat. Und das ist ja das Puddinggewebe, gell? Das ist der Rettungsgürtel oder der Schwimmreifen. Wissen Sie, warum der da ist? Weil da ist die Leber. Und die Leber muss Stoffe, die sie nicht umbauen kann, dass sie ausgeschieden werden können, die muss sie in Gewebe einbauen. Und dann haben wir dieses lästige Puddinggewebe. Und wenn das abgebaut wird, dann müssen wir aufpassen, weil da werden Säure frei, da werden Schadstoffe frei, damit die auch ausgebaut werden, abgebaut, ausgeschieden werden. Und damit hier nicht der Stoffwechsel angereicht, nicht im Stoffwechsel der Spiegel ansteigt und auf einmal der Körper sich überhaupt nicht mehr zu helfen weiß. Deshalb klug abnehmen, damit man nicht im Jojo-Effekt landet. Ganz wichtig ist mir die Ernährung, was den Darm betrifft, was die Darmgesundheit betrifft. Und da geht es ums Mikrobiom, um die Mikroorganismen im Darm. Und wir haben in unserem Darm mehr Mikroorganismen als in unserem Körper Zellen, also über 100 Billionen Mikroorganismen. Es ist aber jetzt eine Mode entstanden, dass man also Mikroorganismen den Körper da zuschüttet. Das ist nicht der Zweck der Übung, sondern eine Stuhlprobe lässt man analysieren, stellt fest, welche Mikroorganismen fehlen. Und die werden ergänzt, damit sich der Organismus gut aufbauen kann. Und dass wir hier wirklich ein gutes Immunsystem im Bauch haben und das Bauchhirn auch optimal arbeiten kann. Nicht umsonst hat der FX Meyer gesagt, Meyerkur, wissen Sie, ne? Kennen Sie vielleicht noch den Namen, der Name noch, der Tod sitzt im Darm. Und ich habe hier noch eine interessante Homepage für Sie über die Ernährung. Hier ist auch Werbung eingebaut, aber eine tolle Geschichte. Und dann, was mir ganz wichtig ist, was ich auf keinen Fall weglassen kann, das ist der Professor Kollath mit seiner Lebensmitteltabelle. Und hier geht es um die Energie der Nahrung. Und die Energie der Nahrung, ich werde das gleich noch vergrößern, dass Sie ein bisschen mitlesen können, die Lebensmitteltabelle von Professor Werner Kollath. Und wir haben hier Lebensmittel, Mittel zum Leben und Nahrungsmittel zum Vollstopfen, zum Sattwerden, aber ohne Wert. Und je weiter wir von hier da herübergehen, bis fermentativ verändert, sind es Mittel zum Leben. Aber nachher
Alles, was wir erhitzen, hat keine Energie mehr. Natürlich ist Vollkornbrot, Vollkornbrötchen und so weiter super, aber alles, was ich koche oder zu lange koche, vermindere ich die Vitamine. Also hier geht es gerade bei den Kartoffeln, bitte möchte ich das anmerken, um schonendes Kochen. Wenn Sie das machen können, haben Sie immer noch die Hälfte der Vitamine drinnen. Da gibt es Lebensmitteltabellen, die Ihnen das auch aufzeigen. Also gerade Gemüsegerichte nicht zerkochen, schonend dämpfen und dann bleiben viele Vitamine noch drinnen. Aber konserviert ist schon tot, würde ich sagen, und präpariert noch schlimmer. Also gerade das ist mir eine wichtige Geschichte. Schauen Sie sich das an. Ich kann darauf nur hinweisen. Bitte hier haben Sie die Adresse von dieser Werner-Kollert-Tabelle, wo ich die herausgenommen habe. Und nun kommen wir zur konkreten Impfmischung. Impfen ist wichtig, Schüssler auch. Und da haben wir jetzt hoffentlich haben Sie genug Geduld gehabt bis hierher. Und hier haben wir auch die Begleitung. Und natürlich, wenn wir Schüssler mit Schüsslersalzen begleiten, bereits ab dem Babyalter, bleiben wahrscheinlich fieberhafte Impfreaktionen aus oder sie werden gelindert. Der Stoffwechsel wird angeregt, man fühlt sich trotz der Impfung fit. Die Impfschwellungen treten entweder gar nicht auf oder werden schneller abgebaut. Da haben wir natürlich etwas, was ich anbieten kann. Und die Ausscheidung einer eventuellen Aluminiumbelastung, die in nahezu jedem Impfstoff gegeben ist, wird ermöglicht. Nun hat sich bei meinem letzten Impfvortrag eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer gemeldet und hat gesagt, im BioNTech-Pfizer-Impfstoff sei Aluminium drinnen. Und ich muss das jetzt entschieden entgegnen. In diesem Impfstoff ist kein Aluminium drinnen. Also da kann ich natürlich bei der Impfmischung auch die Nummer 20, das werden Sie jetzt gleich sehen, weglassen. Ja? Und wir beginnen jetzt mit der Nummer, also hier sehen Sie auch die Mineralstoffe, die in dieser Impfmischung enthalten sind. Die Nummer 2, Calciumphosphoricum, Nummer 3, Ferrumphosphoricum, Nummer 4, Kaliumchloratum, 8, Natriumchloratum und Nummer 20 Kalium Aluminium Sulfuricum. Und Sie werden jetzt sie denken, Herr Fechtinger, da ist ja die Verkühlungsmischung drinnen. Ja, richtig, 3, 4 und 8. Ja, weil sie so wichtig ist und weil sich einfach durch die Verkühlung zeigt, dass das Immunsystem geschwächt ist. Und deshalb schauen wir uns gleich mal die Nummer 2 an. Und da geht es jetzt um das spezifische Immunsystem. Also die Nummer 2 ist einmal ganz wichtig zum Abbau von körperfremden Eiweiß und baut, also die Leber muss diese Eiweißfabrik, die baut das Eiweiß in die Aminosäuren, zerlegt das Eiweiß in die Aminosäuren und baut dann diese Aminosäuren zum körpereigenen System der Aminosäuren zusammen. Und dadurch haben wir nun das körpereigene Eiweiß, das der Körper dann auch verwenden kann. Wenn aber zu viel Eiweiß kommt, gell, dann lagert das der Körper ab. Das wissen wir schon. Und dieses Eiweiß muss nun dem Organismus zur Verfügung stehen, weil die Globuline bestehen aus Proteinstrukturen, also aus Eiweißstrukturen. Und die Immunzellen des spezifischen Immunsystems, also des lernenden Immunsystems, die Lymphozyten, die werden nun im Knochenmark gebildet und die reifen im Knochenmark heran, während die T-Lymphozyten in der Thymusdrüse heranreifen. Da werden Sie noch am Schluss ganz kurz eine Anmerkung hören, wie wir das alles unterstützen können, nämlich die Knochen und das Lymphsystem. Und sowohl das angeborene, das unspezifische Immunsystem, also das besteht aus zellulären und gelösten Bestandteilen, also humoralen Bestandteilen, auch das spezifische, das adaptive, das lernende Immunsystem, das alles besteht aus Proteinbausteinen. Darum ist es so wichtig,
dass wir hier eine gute Eiweißversorgung haben. Also gerade beim Essen wäre hier wichtig, dass man auch feststellt, dass gerade pflanzliches Eiweiß für den Organismus sehr gut verträglich ist und gut, also wirklich gut verträgt. Während je näher nun das Eiweiß dem menschlichen Eiweiß ist, umso schlechter geht es dann dem Menschen. Und dann sagen wir beim Eiweiß vom Schwein, das hat immer eine giftige Tendenz. Ja, und ist auch Säure, ja, eben belastend. Wenn wir jetzt die beiden Systeme anschauen, unspezifisches und spezifisches Immunsystem, die sind aufeinander angewiesen. Das unspezifische Immunsystem hat ja, wie soll man sagen, aktiviert auch das spezifische Immunsystem und dadurch werden dann Immunglobuline gebildet. Also unser Immunsystem ist natürlich auf eine Antigen-Antikörperbindung angewiesen. Also das Immunsystem muss fremde Zellen von den eigenen Zellen unterscheiden können und das geht über die Oberfläche. Und das sind dann beim Virus die Spikes, also bei dem Covid-Virus die Spikes, die haben Sie sicher schon in irgendeiner Abbildung gesehen. Und wenn wir die Antikörper haben, dann erkennen die diese Viren und vernichten sie. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass hier die fremden Zellen erkannt werden. Wenn die nämlich nicht erkannt werden, dann haben wir das Problem, dass körpereigene Zellen angegriffen werden. Aber das lassen wir jetzt weg, das möchte ich nicht anschauen. Aber Menschen, die einen Mangel an der Nummer 2 haben, neigen zu Allergien. Ich möchte das jetzt hier anmerken. Und Impfreaktionen können, also das besteht hier, ne, ziehende Gliederschmerzen oder Muskelschmerzen sind ein Zeichen für einen vermehrten Bedarf an der Nummer 2. Und wenn wir jetzt zur Nummer 3 gehen, dann sind wir bei einem entscheidenden Mineralstoff. Das ist auch das stärkste Antioxidans. Und wir haben schon öfter heute von der Nummer 3 gehört. Also er ist für die Stoffwechselleistung zuständig und für die Stoffwechselanforderung zuständig. Und habe ja schon gesagt, die Transportqualität des Blutes. Und wenn nun der Körper zu wenig transportieren kann, was entsteht? Ich habe schon gesagt, Fieber, ne? Erhöhte Temperatur. Und das gibt es halt dann schon als Reaktion auf eine Impfung oder auch auf eine Krankheit. Und natürlich gerade auf den SARS-CoV-2-Virus gibt es nicht nur das niedere Fieber, dann gibt es auch noch das hohe Fieber. Da hätte man dann die Nummer 5. Aber das lassen wir jetzt einmal weg. Wir sind also hier unbedingt bei der Aktivierung der Abwehrzellen des unspezifischen Immunsystems. Dass die natürlichen, also das Angeborene, gell, die natürlichen Killerzellen, die Makrophagen, also die Fresszellen, die dendritischen Zellen und die aktivieren dann das spezifische Immunsystem, also die wirken zusammen. Das niedere Fieber habe ich schon gesagt, pochend, klopfend, pulsierend, alles was pocht, pulsiert und klopft, das ist ein Mangel an der Nummer 3, Ferum phosphoricum, und überall dort, wo es rot wird und warm wird. Also Entzündungen, da ist das Mittel der Wahl, die Nummer 3. Und im Alter wird nun das rote Knochenmark weniger, das heißt, es werden weniger Lymphozyten gebildet, aber dadurch nimmt die Produktion der natürlichen Killerzellen zu. Und die sind für uns ganz wichtig im Alter. Aber ich bin unbedingt dafür, dass man alle Elemente, die hier mit dem Immunsystem zu tun haben, stärkt, unterstützt und vor allem auch mit Mineralstoffen unterstützt. Und eine ganz wichtige Sache, weil es das wichtigste Antioxidans in der Biochemie ist, also das wichtigste Inaktivierungspotenzial hat,
ist für uns wichtig, dass Freie Radikale gerade am Beginn der Impfung gebildet werden, wenn das Immunsystem aktiviert wird. Und wir haben dann die Müdigkeit, wir haben das Fieber, klopfend pochende Kopfschmerzen. Wenn Sie sich was aufschreiben wollen, wir haben in der Biochemie, wir haben da mehrere Stufen oder Formen von Müdigkeit. Also die Müdigkeit haben Sie jetzt schon gehört von der Nummer 3. Die Erschöpfung, ja, eine Erschöpfung, wenn das noch weitergeht, dann haben wir die Nummer 5, Kaliumphosphorikum. Und eine schwere Erschöpfung, die ist auch mit Schlupflidern gekennzeichnet. Also wenn die Wimpern und das Lid schlüpfen, das schon wie eine Hautfalte da drauf liegt, das ist die Nummer 22. Und das Müdigkeitsloch, das gibt es auch, das ist die Nummer 9, das Natriumphosphorikum. Dann, wenn die Säure so überhand nimmt, dann fällt man ins Müdigkeitsloch. Also hier noch einmal, Müdigkeit, Nummer 3, Ferrum. Ich sehe nämlich jemanden mitschreiben und dann wiederhole ich das selbstverständlich noch einmal. Erschöpfung Nummer 5, schwere Erschöpfung Nummer 22 und dann kann ich das natürlich kombinieren. Keine Frage. Wir sind jetzt bei der Nummer 4 und wir sind beim Kaliumchloratum. Und das ist der Drüsenbetriebsstoff. Sie haben aber von mir schon gehört, dass also die Nummer 4 auch der Betriebsstoff ist für alle hochmolekularen faserartigen Eiweißmoleküle, wie zum Beispiel die Immunglobuline, natürlich auch die Blutfaserstoffe. Aber alle Elemente, die also hier Faserstoffe haben, brauchen die Nummer 4. Und nun gibt es in dem Immunsystem Elemente, die mit den Viren, also mit den Krankheitserregern, verklumpen, verkleben oder sich vernetzen. Es gibt sogar Elemente, die solche Krankheitserreger aufnehmen, die Makrophagen, dann zur Lymphe gehen und dort diese Oberfläche des Erregers zeigen und dann die entsprechenden, wie soll man sagen, Stoffe, na, Elemente freigesetzt werden, die dann mit diesem Krankheitserreger zurechtkommen. Also, was natürlich bei der Impfung nur wichtig ist, wir haben hier sehr viele chemische Zusätze, Konservierungsstoffe, Stabilisierungsstoffe, Präparationsstoffe und diese Stoffe werden alle auch von der Nummer 4 gebunden. Also, das ist nur nebenbei eine ganz eine wichtige Geschichte. Den weißlich-schleimigen Husten habe ich ja schon in der Einleitung erklärt, wenn es zur Verkühlung kommt. Und bei weichen Schwellungen, wie bei der Impfschwellung, ist natürlich die Nummer 4 dran und natürlich dann das Stingray. Also auch eine äußere Anwendung habe ich da zur Verfügung. Die zeige ich Ihnen dann noch. Gut, was haben wir da noch? Ja, das war die Nummer 4 und wir gehen zur Nummer 8. Natriumchloratum. Das Natriumchloratum haben wir schon gehört. Da geht es um unseren Schnupfen. Natriumchloratum, ein wichtiges Reinigungsmittel im wässrigen Medium im Bindegewebe. Also hier Natriumchloratum. Es bindet auch biologische Gifte. Da steht hier wichtiger entgiftender Mineralstoff. Ich habe noch ein bisschen mehr Informationen für Sie zu dieser Nummer 8. Aber es ist ein wichtiger Mineralstoff überhaupt für die Histaminausschüttung grundsätzlich. Was also als Impfreaktion auch wieder beschrieben wird. Aber gerade wenn jemand auf Histamine allergisch reagiert, Du bitte Nummer 8. erwischt Oder überhaupt bei der Allergie, bitte unseren Allergiekomplex, eigentlich sind Zellallergiekomplex. Bakterien Und da haben wir eine super das andere. Kombination. Was soll das? Bitte das Mikrofon, Frau Sirosch, ausschalten. Danke. Noch einmal hier,
Und jetzt ist noch was wichtig. Wir haben hier auch einen Mineralstoff, wo wir den Abbau von biologischen Giften sehen. Und biologische belastende Substanzen würde ich lieber formulieren, nicht Gifte, sondern belastende Substanzen. Ja. Und die werden hier abgebaut. Wenn es einem so fröstelt, das Rückgrat hinunterläuft, die Gänsehaut, dann ist es es ist ein möglicher Hinweis auf den Mangel von der Nummer 8. Nun, die Nummer 8, es ist so, dass 90% aller Allergien zum Typ 1, also zum IgE-vermittelten Allergie gehören. Also da geht es um das Immunglobulin E. Und die IgE-Antikörper veranlassen die Freisetzung von Entzündungsbotenstoffen wie Histamin. Und das braucht man dann nicht. Wissen Sie, da habe ich Ihnen nicht umsonst dieses Bild gezeigt, wo wir einen freien Kompensationsraum schaffen, also die Deponien abbauen. Und je mehr Deponien wir abbauen, umso weniger wird der Körper auf sogenannte Allergene reagieren. Warum reagiert er nicht mehr? Ja, weil er einen Kompensationsraum hat, weil er diese sogenannten Allergene, also diese Stoffe, auf die er reagiert hat, auf die reagiert er nicht mehr, sondern er kann sie verarbeiten, er kann sie kompensieren. Und das ist gerade hier die Nummer 8, ist der Hauptmineralstoff überhaupt der Hauptmineralstoff für Allergien und ist natürlich in unserem Allergiekomplex am höchsten dosiert. Und gerade natürlich bei Corona ist dieser Mineralstoff von besonderer Bedeutung. Und dieser Virus greift ja die Zellen an, die einen besonderen Ankopplungsmechanismus haben. Und das sind Zellen in den Schleimhäuten. Und wenn wir das einatmen, natürlich greift der Virus sofort die Schleimhäute in der Nase, im Rachenraum an und natürlich im Mundraum. Und was ist das Erste, was wir haben? Na, Geschmacks- und Geruchsverlust, brennende Schleimhäute, nicht? Und dann geht das weiter hinunter in die Lunge. Und das wissen wir schon, nicht? Also die Lunge sehr belastet ist. Was haben wir bei einem Mangel an der Nummer 8? Es gibt also Zeichen, wo wir wissen, dass es einen Mangel an der Nummer 8 gibt. Das ist der salzige Geschmack im Mund. Das ist aber auch der Salzhunger, gell? Wenn man die Suppen schon salzt, bevor man es gekostet hat. Also wenn einem alles zu wenig gesalzen ist. Oder wenn man eine Ablehnung gegen Salz hat. Also einen Salzekel direkt, dann ist es auch ein Riesenmangel an der Nummer 8. Der Körper kann mit diesem hochdosierten Salz nicht umgehen, weil ihm der Betriebsstoff zu diesem Salz fehlt. Das Werkzeug, der Steuerungsstoff, also die Nummer 8. Brennen der Schleimhäute, Geschmacksverlust, Absonderung von klarem Schleim aus der Nase, also Schnupfen. Was ich jetzt hier noch eingeschoben habe, das in dem Bild nicht drauf ist, ist die Nummer 10. Natriumsulfuricum, der Hauptbetriebsstoff für die Leber. Und wir könnten hier 2, 3, 4, 8, Nummer 10 und 20 sagen. Mir ist diese Nummer 10 ein bedeutender Mineralstoff. Es ist der Hauptbetriebsstoff für die Leber. Die Leber muss alle Substanzen umbauen, fettlösliche Substanzen in wasserlösliche Substanzen umbauen, damit sie über den Harn und vor allem auch über den Darm ausgeschieden werden können. Und dann ist die Leber nur die Eiweißfabrik, damit alle Eiweißstrukturen, die der Organismus braucht, aufgebaut werden können. Ja, auch ein Blutmangel gehört hierher zu einem Mangel an der Nummer 2. Und der Betriebsstoff für die Leber, Nummer 10, also Eiweißaufbau, ist Nummer 2. Ja, und Eiweiß dazu natürlich, weil Eiweiß kann der Körper nicht selber herstellen. Aber in richtigem Ausmaß, was sagt der Paracelsus? Die Dosis ist das Gift oder die Dosis ist die Belastung. Deshalb ein halbes Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht, wenn wir es genau nehmen. Aber so genau wissen Sie so mit der
Mit der Milligrammwaage wollen wir das nicht machen, sondern eine gewisse Lockerheit haben wir dann schon. Und wir haben auch ein Puffersystem in unserem Körper. Also die Nummer 10, die Leber wird unterstützt in ihren Aufgaben. Und sogar Abbau von Säuren. Also Abbau von Säuren, dann Abbau von Schadstoffen, aber eben auch Aufbau von Eiweißstrukturen. Und die Leber ist ja auch die Cholesterinfabrik. Die Leber steuert das Glykogen, also den Speicherzucker, und reguliert ja auch den Blutzuckerspiegel. Also die Leber hat ungeheuer viele Aufgaben und darum ist mir die Nummer 10 so wichtig. Gut, die Nummer 3 haben wir auch schon dazu, also als Antioxidantium. Und Sie lesen hier nun eine Fußnote. Und es geht nun um die Bildung von Thromben, Thrombozyten und die ja unter Umständen eine Embolie verursachen können. Und da haben wir jetzt zwei Prozesse anzuschauen. Erstens einmal gehe ich zurück zu Nummer 4. Der Betriebsstoff Nummer 4, Kaliumchloratum, ist nun der Betriebsstoff, der Faserstoffe bindet. Ja? Nicht nur Betriebsstoff für die Bildung, sondern auch für die Bindung der Eiweißmoleküle, also auch der Blutfaserstoffe. Wenn aber jetzt die Nummer 4, wenn hier ein Mangel auftritt, ja, Arbeitsspeicher, Langzeitspeicher, ist wenig da, dann ist der Organismus gezwungen, hier, er kann nicht alle Faserstoffe im Blut halten. Er muss sie loslassen, sozusagen. Wenn es aber zu einer erhöhten Konzentration von Faserstoffen im Blut kommt, steigt die Viskosität. Ich muss Sie jetzt doch mit einem Fremdwort da belasten. Es steigt die Fließfähigkeit, also wird schlechter. Das Blut wird dickflüssig und es dehnt die oberflächlichen Adern auf. Ja? Da haben wir Kuberose und Besenreiser auf den Beinen. Also es kommt zu einem dickflüssigen Blut. Das ist die eine Seite. Wenn wir zu diesen Problemen im Blut, zu dieser Thrombozytenbildung kommen. Aber es gibt noch etwas. Die Erythrozyten sind ja, haben das Hämoglobin, und dieses Eisen ist ja geladen. Ja? Diese Erythrozyten haben eine Ladung. Ja? Sie können einen Stapel bilden, also aneinander lagern, eine Pseudoagglutination, eine sogenannte Geldrollenbildung. Und aber hier sehen Sie das. Normalerweise stoßen die gleichsinnig geladenen Erythrozyten einander ab. In der Ruhe reichen die Abstoßungskräfte nicht aus, um die Zusammenlagerung zu verhindern. Also es gibt eine Zusammenlagerung, die sich auch wieder auflöst. Ja? Wenn es aber jetzt zu einem chronischen Energiemangel kommt, energetischen Mangel, da geht es um die Ionen, das kann ich jetzt nur ganz kurz andeuten, gerade hier, wenn man dazu neigt, Trombenbildung oder Energiemangel. Schauen Sie sich Ionengeneratoren im Internet an. Es gibt also Luftbefeuchter mit Ionengeneratoren. Da kann man zum Beispiel die Höhenluft von 2000 Metern einstellen und da haben Sie super Ionenversorgung. Und dann lädt sich nun der Eisenteil auf und die Erythrozyten haben einen Abstand und verkleben nicht aneinander. Es ist nämlich so, dass eine ausgeprägte Geldrollenbildung ein großes Problem ist. Und wenn jetzt natürlich durch den Kampf, ja, durch den Kampf des Körpers mit einem Virus viel Eisen verliere, ja, dann habe ich schon einmal wenig Sauerstofftransporteure und ich habe eine geringe Sauerstoffqualität im Blut, Sauerstoffversorgung im Körper. Ja. Ich habe aber auch wenig Eisen. Ich habe wenig Ladung durch die abgebaute Energie. Ich bin ja energetisch fertig. Und jetzt verklumpen die Erythrozyten. Und jetzt kommen noch die Fibrine dazu, also die Faserstoffe, die ihren Halt verloren
haben und ich habe natürlich hier ein großes Problem. Und ich wollte das einfach anfügen, damit Sie hier damit auch umgehen können, wenn Sie hören, hier haben wir eine fibröse Folge und es gibt sogar das Problem, fibröse Problem in den, in den Lungengeweben, dass also hier Fibrine ihren Halt verlieren. Das wissen Sie jetzt schon durch den Mangel einer Nummer 4. Aber normalerweise passiert das nicht in der Lunge und das ist ein Riesenproblem, selbstverständlich. Aber da gehe ich in einem Vortrag über Long-Covid genauer ein, habe auch schon einen gemacht. Und wir sind jetzt bei der Nummer 20, Kalium-Aluminium-Sulfuricum. Und hier hat sich meine Frau genau das angeschaut, welche Stoffe wo drinnen sind. Und in Bayern, der Pfizer-Impfstoff ist kein Aluminium drinnen, also kann ich die Nummer 20 weglassen. In den Adsorbat-Impfungen, also in den meisten Impfungen, ist nun eine Aluminiumverbindung drinnen. Und das große Problem der Aluminiumverbindung heißt jetzt, Aluminium reichert sich an. Meiden Sie bitte Aluminium. Schlecken Sie keinen Joghurtdeckel ab. Lassen Sie beim Haarefärben nicht mit Alufolie arbeiten. Vermeiden Sie Alufolie überhaupt. Grundsätzlich verbannen Sie das in Ihrem Haushalt. Alles, was mit Aluminium in Verbindung ist, bitte meiden Sie. Aluminium reichert sich im Gehirn an und verursacht eine belastende Vergesslichkeit. Ich habe zwei Teilnehmerinnen in München bei einem Kurs gehabt aus den neuen Bundesländern, die hatten eine belastende Vergesslichkeit. Ich habe ihnen die Nummer 20 empfohlen und sie hatten ein paar Tage danach einen metallischen Geschmack im Mund. Und da habe ich gewusst, mit der Nummer 20, Kalium-Aluminium-Sulfuricum, komme ich an diese Ablagerungen heran. Und das ist ja wichtig. Was habe ich für Mittel, um dieses Aluminium da hier abzubauen? Und die Nummer 20 ist bei den Impfungen, in dieser Impfmischung deshalb drinnen, damit der Organismus mit dieser mit dieser Aluminiumverbindung gut umgehen kann. Ja? Und was kann dieser Mineralstoff noch? Es ist auch ein reinigender Mineralstoff in den Zellen. Wir haben hier also ein Doppelmineralstoff. Kaliumsulfuricum, haben wir schon gehört, Reinigung der Zellen und Aluminiumsulfuricum, Abbau der Aluminiumverbindung. Also auch die konservierenden Bestandteile, andere Zusätze, die da drinnen sind, da haben wir das Zusammenwirken von der Nummer 4 und der Nummer 20, damit das auch alles ausgeleitet wird, abgebaut wird. Und von diesem metallischen Geschmack habe ich schon gesprochen. Und die Nummer 20, ja, das habe ich jetzt alles gesagt. Und es kann auch Belastungen in den Lymphknoten geben, habe ich jetzt gerade da noch gelesen. Und wir kommen jetzt zur Strategie. Wie gehen wir denn vor? Also ich bin unbedingt dafür, dass wir diese Mischung 2 bis 3 Wochen, je nachdem, was man für Konstitution hat, vor der Impfung schon einnimmt und nach der Impfung 2, 3 Wochen nachher. Und wenn jetzt, Sie haben ja hier diese Kombination vor sich, und wenn es jetzt ein Mensch gibt, der eher schwach ist, wo die Konstitution nicht so gut ist, dann die Kondition nicht so gut ist, dann mit Cell-Vita kombinieren. Oder halt mit der Nummer 5. Und jetzt gibt es natürlich die Frage, wie sind nun 5 Dosen? Und gleich am Anfang, eine vierköpfige Familie kommt also einen Monat gut aus, um also hier die finanzielle Situation oder Sicht auch hier zu bringen. Wir können natürlich auch hier alternativ Zellimmopharin geben und das Ding wieder zu verwenden. Also ich habe hier noch eine Möglichkeit. Da habe ich nur eine Dose. Oder Zellimmopharin und die Nummer 2 dazu.
Also zu dem Zellimmuferin die Nummer 2 noch dazu und das Ding away. Also ich habe da noch Alternativen. Und wenn kein Aluminium drinnen ist, dann lasse ich die Nummer 20 weg. Und wenn wir jetzt noch was anschauen, dann ist es die Impfbegleitung mit dem Stingray. Das Stingray ist also hier, eigentlich ist es ein Mittel für Insektenstiche, die Gößen, Bremsen, Gößen, Stanzen heißen sie in Bayern, was immer Sie wissen, was Sie da meinen, Insektenstiche, Bremsen. Aber es ist auch eine Möglichkeit, bei Brennnesseln, Quatteln von Brennnesseln oder bei Quatteln von Quallen anzuwenden. Der Juckreiz geht sofort weg und die Schwellung sehr schnell zurück. Ja? Und ich habe noch, ja, ich kann da noch was dazu sagen, Ihnen dazu sagen, gerade bei Gürtelrose. Und noch einer Krankheit der Kinder, wo es also zu juckenden Quatteln kommt, da ist Stingray eine tolle Möglichkeit, hier den Juckreiz zu reduzieren und dass es also nicht zum Kratzen kommt. Die Impfschwellungen gehen stark zurück, mehrmals nach dem Stich auftragen. Und wir haben das oft gehört, auch von Jugendlichen. Ja, da wo ich gestochen worden bin, der Arm tut mir ein bisschen weh. Bitte sofort Stingray auftragen, 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 bis nicht mehr einzieht und dann gleich ein paar Stunden später wieder auftragen, bis es einzieht. Und noch einmal ganz wichtig, ist ab dem Säuglingsalter geeignet. Also Mütter, die einen Säugling haben, der wo sie einen halbjährigen Säugling in Italien im Urlaub sind und da hat der Säugling da impft, also so Insektenstiche und die ist ganz hilflos, weil die üblichen Insektenmittel dürfen wir erst ab dem ersten Lebensjahr anwenden, weil da sind Antihistaminika drinnen, aber dieses Stingray, das können Sie sofort anwenden und wir haben genug Familien, die ohne dieses Stingray nicht mehr in Urlaub fahren und sogar und auch von Apothekerinnen habe ich bei den Seminaren die Rückmeldung bekommen. Es hat mir super meinen Kindern geholfen. Der Juckreiz ist wirklich so bald weg, dass man also nicht das Kind nicht zum Kotzen kommt. Und jetzt schauen Sie mal her, was ist denn drinnen? 2, 3, 4, 8 und 10. Und das ist genau die Kombination der Impfmischung. Die 10er habe ich dazugegeben. Also 2, 3, 4 und 8 ist ja die Impfmischung plus 20. Aber wir haben hier die Nummer 12 noch drinnen, damit diese Schwellungen, das ist ja ein fremdes Eiweiß, das sich hier verkapselt, dieser Knoten, dass der aufgeht. Da brauchen wir die Nummer 12 und die Nummer 10 eben. Das war mir so eine wichtige Nummer, dass wir hier eine Möglichkeit haben, die Leber zu unterstützen und hier Schadstoffe abzubauen. Nun habe ich Ihnen. Ich habe Sie am Anfang vom Vortrag vertröstet auf das Kapitel der Impfreaktionen, weil es wirklich ein eigenes Kapitel ist. Und wir haben hier mal, das erste ist die Müdigkeit, Fatigue-Syndrom. Und wir haben in diesem Zellvita die erweiterte Power, also ich will die Energie unterstützen, ja, grundsätzlich. Ich will die Energie unterstützen. Grundsätzlich auch Menschen, die Long-Covid haben, oder nach irgendeiner Impfung einfach müde sind und sich nicht erschupfen, heißt es bei uns, gell? Die nicht nie wieder in Schwung kommen. Zellvita und Kaliumenergie. Nun haben wir in diesem Zellvita die erweiterte Powermischung drinnen. 3, 4, 5, 7, 8 und 17. Also wir haben einmal die Powermischung drinnen. Wissen Sie, die Powermischung in der Biochemie nach Dr. Schüssler ist für uns 3, 5 und 8. Also Ferrum Phosphoricum, Kalium Phosphoricum und Natriumchloratum. Nun haben Sie gehört, dass die Nummer 4 ganz wichtig ist für die Faszien und also auch für die Energie des Körpers. Deshalb ist das Kaliumchloratum auch drinnen. Und dann braucht man
Für die Muskelenergie braucht man die Nummer 7, Magnesiumphosphoricum. Und die Nummer 17, Manganumsulfuricum, haben Sie heute schon einmal gehört, mitochondriale Superoxidismus. Also dieses Mangan schützt die Mitochondrien, aber es ist auch der Betriebsstoff für die Produktion von Energiemolekülen. Also 3, 4, 5, 7, 8 und 17. Und dann haben wir nun einen Nährstoffkomplex parallel dazu, Kaliumenergie. Also hier Kaliumenergie, es ist ja auch abgebildet und Sie haben auch hier die Kennwörter drauf, Konzentration, Nervennahrung, Vitalität. Und jetzt sind Sie natürlich schon neugierig, was ist denn da drinnen? Und ich will Ihnen sofort hier eine Broschüre empfehlen. Hier haben Sie die Broschüre Adler Ortho Aktiv und ich bin jetzt gerade, ist es leserlich hier, Adler Ortho Aktiv, Nährstoffkonzept zu Schüssler und ich zeige Ihnen jetzt da hier die Seite von der Nummer 5, Kalium Energie und Sie haben da hier sofort natürlich die Bestandteile drinnen und eine Beschreibung, wichtige Beschreibung dieses Nährstoffkomplexes. Und hier haben Sie einmal Beschreibung zum Kalium, da geht es um die Energie, um das Lecithin, das da drinnen ist. Also Kaliumhydrogenphosphat ist drinnen, das ist die Ursubstanz für die Nummer 5. Und Sie haben Lecithin, das ist ganz wichtig, das ist vor allem für die Nummer 5 auch dann wichtig, weil die Nummer 5 ist der Betriebsstoff für das Lecithin, deshalb ist also die Nummer 5 so wichtig. Und dann Vitamin B-Komplex. Na, wenn man Mangel hat an der Nummer 5, was ist das Kennzeichen? Mutlos, verzagt, weinerlich. Und dann brauche ich die Nummer 5. Und dann brauche ich natürlich Lecithin dazu. Und wenn es einem schlecht geht, dann greift es auch die Nerven an. Und dann braucht man den Vitamin B-Komplex. Und das ist nun alles in diesem Kalium-Energie drinnen. Und wir haben hier diese Broschüre und ich zeige Ihnen noch gleich eine gründliche Broschüre für die Schüsslersalze Leben mit Schüsslersalzen. Eine grundsätzliche Information. Und Sie haben noch eine Möglichkeit, die äußere Anwendung in den Adler Topics kennenzulernen. Und da ist natürlich auch das Stingray beschrieben. Aber natürlich das Duschgel, die Zahnpasta, die Gesichtscremen, also vieles, was wir hier anzubieten haben. Sie sehen das hier bei mir, habe ich das hier aufgereiht. Ich habe nur zwei Sachen herausgenommen, die ich Ihnen gezeigt habe. Das war die Salbe H, da, und das war das Stingray hier. Aber es wird dort runterkommen. Wir haben zum Beispiel auch eine ganz eine tolle Möglichkeit für die Schweißregulierung unter dem Arm. Hier geht es um Körpergeruch. Das Deomin reguliert den Schweiß und hat sehr viele Mineralstoffe drinnen, die helfen hier. 4, 8, 9, 10, 11 und 12 ist eine tolle Möglichkeit. Einen tollen Spender, wo man dann unter der Achsel das gleich auftragen kann. Also ich habe einfach nur einen Ausflug gemacht in unsere tolle Möglichkeit der äußeren Anwendung. Das habe ich Ihnen gezeigt. Und dann habe ich ja diese Komplexmittel Ihnen gezeigt und da gibt es auch eine Broschüre. Zell-Vita, Zell-Euklin, Zell-Calmin und so weiter. Und alle diese Broschüren können Sie in Ihrer Schüssler Apotheke bekommen. Und sonst melden Sie sich. Sie können sicher über irgendeine Möglichkeit zu diesen Broschüren kommen. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass Sie alle diese Informationen haben. Und ich bin jetzt wieder bei der Müdigkeit. Nun haben wir schon gehört, das niedere Fieber, ja, bekommt die Nummer 3, also der Organismus, der die Not hat, dass er den Blutumsatz im Körper erhöhen muss, bekommt die Nummer 3, wodurch das nicht mehr notwendig ist. Beim hohen Fieber haben wir die Nummer 5
Und bitte, das müssen Sie sich dann noch weiter anschauen, wie lange man hohes Fieber tolerieren kann. Vielleicht nicht, oder selbstverständlich in Begleitung mit dem Arzt. Ausfiebern ist tatsächlich jetzt auch schon ein Thema bei Ärzten. Und dann haben wir das Frösteln, das habe ich kurz erwähnt, da haben wir die Nummer 8 und dann haben wir die Kopfschmerzen. Ich habe Ihnen jetzt hier in Ihrer Unterlage alle Arten von Kopfschmerzen, von Beschwerden aufgezählt, damit Sie das auch unterscheiden können. Ich habe nicht einfach nur Kopfschmerzen, mir tut der Kopf weh. Nein, wie äußern sich denn die Kopfschmerzen, ja? Wie äußern sie sich denn? Da gibt es den Spannungskopfschmerzen, habe ich schon kurz erwähnt, gell? Wenn es hinten da so spannt und es zieht hoch und sitzt dann drinnen in den Augen, da haben Sie das schon stehen, Cremegel Nummer 2 und Nummer 2 einnehmen. Spannung, die Muskeln sind gespannt. Wenn es pulsiert und klopft und pocht im Kopf, dann ist die Nummer 3 dran. Wie überall am Körper, wenn es pulsiert und klopft und pocht, ist die Nummer 3 dran. Wenn es sticht, einmal da, einmal da, einmal da, dann ist das Magnesium dran. Vielleicht die heiße 7. Ja, muss ich erklären. In einem 8 Liter Wasser, das kurze Zeit gekocht wurde, werden 7 bis 10 Tabletten von der Nummer 7 hineingegeben und diese heiße Lösung wird dann schlückchenweise, also Joghurtlöffelchenweise eingenommen. Aber bitte ganz wichtig, die Wiederholung führt zum Ziel. Das muss nicht unbedingt gleich schon die erste Lösung geholfen haben, sondern mehrere hintereinander. Und bei den übrigen Kopfschmerzen nicht dreimal ein Stück am Tag, sondern die Zahl der Moleküle muss ausreichend sein, um das Defizit zu decken. Und das ist Schüssler wörtlich zitiert. Noch einmal. Die Zahl der Moleküle, die ich dem Organismus zuführe, muss groß genug sein, um das Defizit zu decken. Und ich darf mich da nicht scheuen, einmal auch, wenn es heißt, eine nach der anderen, alle paar Minuten, eine nach der anderen, bei klopfenden, pochenden Kopfschmerzen einmal in Summe auch einmal auf 30 oder 40 Tabletten zu kommen. Und wenn das nachgelassen hat, wird die Dosis reduziert und dann lange Zeit darüber hinaus einnehmen. Und Sie wissen schon, um die Speicher aufzufüllen. Dann haben wir den Katerkopfschmerz. Wurmschädel, den kennen vielleicht alle, gell? Da haben wir so ein Schaffel auf. Nummer 10, Natriumsulfuricum. Da geht es um die Sulfite, gell? Da steht beim Wein enthält Sulfite. Nicht nur die geschwefelten Fässer sind da schuld, sondern es ist wirklich Schwefelverbindungen im Wein enthalten. Und dann gibt es einen Kopfschmerz, der wird oft und oft nicht richtig eingeordnet. Dumpfer Druck im Kopf. Manche Menschen haben das nach einem Saunabesuch. Dumpfer Druck im Kopf heißt Liquormangel. Und Liquormangel heißt zu wenig Flüssigkeit. Und heißt zu wenig Betriebsstoff für die Flüssigkeit. Und Flüssigkeitsregulierung, haben Sie halt schon mal gehört, ist Natriumchloratum. Also, in jedes Glas Wasser ein, zwei, drei Tabletten von der Nummer 8, dann fluoriert einmal das Wasser trinken, dann braucht man das Wasser nicht mehr kauen, dass man es runterbringt. Also, ein, zwei, drei Tabletten Nummer 8 in das Glas Wasser. Und dann kann der Organismus ausreichend Liquor bilden, diese Flüssigkeit, die das Rückenmark nährt und das Gehirn. Und der dumpfe Kopfschmerz geht zurück. Und das ist gerade für ältere Menschen ganz was Wichtiges. Und wir sagen in der Mundart, damit das Gehirn nicht austrickert, also damit das Gehirn nicht austrocknet, bitte es trocknet nicht richtig aus, sondern es verliert einfach an Flüssigkeit und das reduziert einfach die Organisationsfähigkeit vom Gehirn. Und dann gibt es einen Gedächtnisverlust und dann gibt es Fehldiagnosen. Und ich habe das bei meiner Mutter erlebt, ich will das gar nicht lange ausführen, aber nachdem im Altersheim die Betreuer wieder geschaut haben, dass meine Mutter einen Tee bekommt, haben ihn eingeflößt,
Auf einmal ist meine Mutter wieder geworden und hat mit mir streiten können. Also, ja. Und dann haben wir den Clusterkopfschmerz. Da haben wir gerade vor kurzem einen tollen Erfolg gehabt bei einem Menschen, bei dem ein Clusterkopfschmerz diagnostiziert wurde. Dem hat meine Frau die Nummer 17 und Nummer 19 gegeben. Der hatte eine spontane Befreiung und hat natürlich längere Zeit, muss er das jetzt darüber hinaus einnehmen. Und die Migräne haben Sie vielleicht noch vermisst. Da braucht man drei Mineralstoffe, 1, 7 und 10. Und dann haben wir eine heiße Lösung. Wir geben in diesen 8 Liter Wasser, geben wir 3 mal 5 Tabletten hinein und haben eine Lösung für die beginnende Migräne. Wer in seiner Migräne drinsteckt, bitte nimmt sein Migränemittel. Aber nachher, wenn die abklingt, bitte diese drei Mineralstoffe lange, lange Zeit einnehmen. Und man wird spüren, dass die Häufigkeit abnimmt und die Intensität abnimmt. So, jetzt haben wir einen Ausflug gemacht in die Kopfschmerzen, die ja ganz wichtig sind. Und wir haben auch noch etwas, was bei Long-Covid auftritt, diese brutalen Kopfschmerzen, die mit Nummer 3 und Nummer 5 zusammenhängen. Also das gibt es auch noch, aber das wollte ich einfach jetzt weglassen, weil da gibt es ja die Forschung, das Ergebnis der Forschung, dass dieser Virus auch ins Gehirn vordringt. Und dann haben wir natürlich, was haben wir da? Feier am Dach. So, es gibt Gliederschmerzen und Muskelschmerzen und da haben wir ganz was Neues, den Gelenkskomplex der Adler Pharma. Und der hat hier wirklich ein breites Wirkungsspektrum. Noch einmal Gelenkskomplex. Ich möchte gern, dass Sie das auch lesen können. Gelenkskomplex der Adler Pharma. Ja, die Kamera schafft das fast. Bitte sehr. Und das hat jetzt einen breites Indikationsfeld. Das ist ja auch ein Vollarzneimittel und hat eine Indikation zugelassen zur Milderung von Gelenkschmerzen verschiedenen Ursprungs, wie schmerzhafte, akute, chronische Erkrankungen des Bewegungsapparates. Ich zähle hier auch Muskeln dazu. Insbesondere der Gelenke, speziell durch Abnutzungserscheinungen aufgrund von zu starker oder falscher Belastung, Gelenkschmerzen des rheumatischen Formenkreises und dann degenerative Erkrankungen wie Arthrose, Arthritis, Schwellungen im Bereich der Gelenke. Das ist alles der Gelenkskomplex und das können Sie natürlich in unserem Zellkomplexheft auch nachlesen. Und ich gehe bei den Reaktionen weiter. Muss natürlich jetzt wieder in die Unterlage zurückkehren. Wir haben jetzt die Schwellung der Lymphknoten. Da haben wir die Nummer 4 und die Nummer 9. Das habe ich also bei der Nummer 9 ausführlich beschrieben. Wenn es zu einer Übersäuerung kommt, dann leidet die Lymphe. Und es kann also zu Lymphknotenschwellungen kommen und das sind also Faserstoffe, haben auch eine große Rolle. Deshalb 4 und Nummer 9. Ich bin ausführlich schon auf das Singeweh eingegangen. Also gerade die knötchenartige Verhärtung des Gewebes an der Einstichstelle. Da geht es um das fremde Eiweiß und da ist also die Nummer 12 so wichtig. Und es ist ja auch die Nummer 2 drinnen. Und wenn Sie jetzt mit mir noch hier schauen zu den Thrombosen, da haben wir die Nummer 3 und die Nummer 4. Das ist eher eine Vorbeugung. Und ich weise noch einmal auf Ionengeneratoren hin und Ionenaufladung. Bei Föhnluft kommt es oft zu Problemen mit Embolien, also hier ionenarme Luft. Und Sie können sich aber damit ja selber noch beschäftigen. Da gibt es ja genug Informationen im Internet. Die allergische Reaktion, wenn man hat, auf diesen Impfstoff bitte dann den Allergiekomplex anschauen. Und nun geht es um die Frage, welche Organe gehören nun zum Immunsystem? In aller Kürze und im Überblick schauen wir uns dieses Kapitel noch an. Wir haben also hier einen Schutzwall, Haut und Schleimhäute. Das sind die ersten Barrieren. Also wir haben hier
Abwehrsysteme, ganze Organe, Gefäßsysteme, Lymphbahnen, einzelne Zelle und Eiweißstoffe. Und zu den Organen zählen also das Blut, Haut, Schleimhäute und so weiter. Und das schauen wir uns genauer an. Und wir haben hier einmal zuerst einen mechanischen Schutzwall. Das ist die Haut und die Schleimhäute. Aber dann haben wir auch bakterienhemmende Substanzen. Das ist schon interessant. So zerstört ein bestimmtes Enzym im Mundspeichel, in den Atemwegen und in der Tränenflüssigkeit die Zellwände von Bakterien. Also ein super Mundspeichel, da biete ich sofort unsere Zahncreme an, Bestand. Die Atemwege, da haben wir die Salbe H, die Tränenflüssigkeit, da haben wir natürlich die Nummer 8, also das ist ein ganz wichtiger Mineralstoff, dass der Körper ausreichend die Tränenflüssigkeit bilden kann. In den Bronchien haben wir den Schleim, da schauen wir gleich, wie wir das unterstützen können. Und dann haben wir die Magensäure, da habe ich auch noch was für Sie dann, wie wir das unterstützen. Und dann haben wir natürlich viele harmlose Bakterien, also harmlos sind die nicht. Wir brauchen sehr viele Bakterien, vor allem in unserem Darm. Und das sehen wir hier sofort, weil welche Organe gehören hier dazu? Schleimhaut, Nase und Rachen, die Schleimhaut, auch in den Bronchien. Wir haben die Mandeln, die Lymphe, Thymus, Milz, der Darm, ganz wichtig, Schleimhaut, Blase, Geschlechtsorgane, Knochen und die Haut. Und nun ist es ja schon interessant, wie können wir denn diese wichtigen Organe und Bestandteile des lymphatischen Systems unterstützen? Und bei den Knochen in aller Kürze bitte, wenn Sie sich das hinschreiben wollen, haben wir die Mineralstoffe 2 plus Powermischung, 2 plus 3 plus 5 plus 8 und Kaliumenergie. Und das kennen Sie ja schon, das habe ich gerade vorher erklärt. Kaliumenergie. Und hier geht es einfach vor allem auch mit der Nummer 2 um die Knochenbildung. Es geht aber auch um die Proteinstrukturen, die dann in der Leber gebildet werden. Und 3, 5, 8. Nummer 3 ist das Eisen, ganz wichtig. 5 und 8, die Bildung von Zellen. Also hier haben wir eine ganz tolle Möglichkeit, das Knochenmark und den Knochen zu unterstützen. Beim Thymus, die Thymusdrüse, die ja hier am Brustbein liegt und die Farbe, da ist auch das Herzchakra und da haben wir die Farbe grün. Und die können wir auch unterstützen, die Thymusdrüse, mit den Mineralstoffen 3, 4, 5 und 8. Also noch einmal 3, 4, 5 und 8 und vor allem bitte mit einem Cremegel aus diesen Mineralstoffen. Und das wirkt ja auch bis ins Herz. Und dann gehen wir zum nächsten Bestandteil des Lymphsystems, die Lymphknoten. Bitte hier haben wir natürlich hauptsächlich die Nummer 9, damit der Organismus den Säure-Basen-Haushalt regulieren kann. Und noch einmal, wir üben mit den Mineralstoffen keinen zwingenden Einfluss auf den Körper aus. Nicht die Nummer 9 reguliert den Säure-Basen-Haushalt. Die Nummer 9 tut gar nichts, überhaupt nichts, sondern der Organismus tut mit der Nummer 9 etwas. Und das ist für den Organismus das Werkzeug, so wie Schüssler gesagt hat, das Werkzeug oder der Betriebsstoff, den er einsetzt. Das gilt für alle diese Mineralstoffe. Und wenn wir die Lymphknoten speziell mit einem Cremegel unterstützen wollen, dann habe ich auch eine Kombination für Sie, nämlich 2, 3, 9 und 23. Ich wiederhole das. 2, 3, 9 und 23. Und da machen wir Cremegel für die Lymphknoten, die belastet sind. So, und die Milz, die ist nun das Energieorgan und hat riesige Funktionen, also ganz wichtig. Und hier haben wir ganz eine ganz einfache Kombination, die haben Sie schon heute gesehen. Zellvita
und Kaliumenergie. Ich zeige Ihnen das noch einmal im kleinen Bild. Zellvita und Kaliumenergie. Eine ganz eine tolle Kombination, übrigens ganz eine tolle Lernkombination, wenn wir einmal jetzt bei der Impfthematik einmal einfach hinausschauen. Eine Lernkombination für ältere Menschen, die müde, kaputt sind. Eine Energiekombination. Ja, Zellvita und Kaliumenergie. Und natürlich, wir könnten auch für die Milz eine Energiecreme machen aus den Mineralstoffen, die auch im Zellvita drinnen sind. Das ist die erweiterte Powermischung. 3, 4, 5, 7, 8 und 17. Ich wiederhole. 3, 4, 5, 7, 8 und 17. Ich sage Ihnen dies deshalb überall dazu, weil das ist ein fertiges Zitat. Da habe ich auch sicher irgendwo, ja, ich habe auch die Internetadresse habe ich auf der Seite 17 zitiert. Also das zeige ich Ihnen hier. Das habe ich hier zitiert. Da haben Sie das, welche Organe gehören zum Immunsystem? Und da habe ich das eben zitiert. Und jetzt haben wir die Mandeln. Und Halsweh. Halsweh, Halswehentzündung braucht die Nummer 3. Und bitte ganz wichtig, Cremegel oder Salbe Nummer 3 am Hals auftragen. Hier, auftragen, auftragen, auftragen. Grundsätzlich beim Halsweh. Nicht nur, wenn es um eine Impfung geht oder wenn es Halsweh haben. Und bitte, wenn Sie Ohrenschmerzen haben oder gerade die Kinder, wenn die Ohrenschmerzen haben, auch Nummer 3 und Cremegel oder Salbe rund ums Ohr auftragen. Und bitte wehret den Anfängen, weil das Halsweh geht weiter in die Halsentzündung, in die Angina, aber dann wird es eitrig. Eitrige Angina, eitrige Mandeln oder bei den Ohren, Ohrenschmerzen, Mittelohrentzündung ist immer noch die Nummer 3 dran, aber dann wird es eitrig. Und da sind wir bei der Nummer 12 oder beim Arzt. So, also Mandeln Nummer 3 und Cremegel Nummer 3. Also die Mandeln, dass sie ein Problem haben, zeigt sich einfach im Halsweh. Dann haben wir die Schleimhäute und da haben wir jetzt die Sekrete, die Schleimhäute, sondern einen Schleim ab, einen Katar hat man dann. Ne? Und da haben wir Sekrete und da haben wir die Mineralstoffe. 4, 5, 6, 8 und 10. Die Nummer 4 weißlich schleimig, die Nummer 6 ocker schleimig, die Nummer 8 glasklar, ne, das ist wieder Rotz, aber bei den offenen Beinen gibt es auch glasklares Sekret. Und Nummer 10 ist grünlich, Natriumsulfuricum. Und jetzt fragen Sie sich, warum ist die Nummer 5 dabei für die Regeneration? Ne? 5 und 8 ist die Regeneration. Und ja, für die Nase, für den Schnupfen habe ich Ihnen ja schon die Nummer 3 und die Nummer 8 gesagt. Cremegel Nummer 8 und Tropfen. Für den Darm bitte denken Sie an die Faserstoffe, denken Sie an die Ernährung, denken Sie auch an Einläufe. Und ich kann einen Einlauf auch wunderbar mit Mineralstoffen unterstützen. Und nun bitte die Blase, Blasenentzündung, aber auch Magenschleimhautentzündung, Gastritis, Blasenentzündung und Magenschleimhautentzündung. 3, 8 und 9. Und das ist eine ganz tolle, wirksame Empfehlung, grundsätzlich. Nicht nur als Reaktion auf die Impfung. 3 ist die Entzündung, Ferrum Ach, Natriumchlorat, das ist die Schleimhaut und Natriumphosphoricum, da geht es um die Säure, die die Schleimhaut angreift. Und wenn die Säure reduziert wird, reguliert wird, dann haben wir auch keine angegriffene Schleimhaut mehr. Und für die Geschlechtsorgane, wenn ich die unterstützen will, bitte bin ich bei der Energie, Zellvita und Kaliumenergie. Und Sie haben jetzt dann auf Seite, so jetzt mache ich das kleiner, dass Sie da alles sehen können,
Auf Seite 20 haben wir jetzt die täglichen Gifte. Das habe ich Ihnen schon gezeigt. Dann haben Sie hier die Unterlage für das Intervallfasten. Das habe ich Ihnen auch schon gezeigt. Und Sie haben dann auf Seite 22 haben Sie jetzt die Dosierung. Und die Dosierung ist mir wichtig, weil das direkt von Schüssler kommt. In meiner Praxis wende ich durchschnittlich die sechste Dezimalverreibung an. Ferrum Phosphoricum, Silicea und Fluorcalcium verabreiche ich in der 12. Verreibung. Also die Nummer 3, 11 und 1 in der 12. Verreibung. Und Sie werden bei der Adler Pharma nie Ferrum Phosphoricum in der D6 bekommen, weil wir glauben, dass das für den Organismus nicht gut ist. Und da wird Schüssler seine Gründe gehabt haben, das so hier anzugeben. Und dann in akuten Fällen nehme man stündlich oder zweistündlich. Also stündlich bitte sind 10 Stück am Tag oder 12 Stück, je nachdem wie lang eine Woche ist, gell? Oder zweistündlich in chronischen 3 bis 4 Mal täglich ein erbsengroßes Quantum. Zur Zeit Schüsslers hat es noch keine Tabletten gegeben. Heute haben wir Tabletten, können wir super dosieren. Gell? Es gibt ja verschiedene große Erbsen. Das ist gar nicht so einfach hier das so zu dosieren. Von der Verreibung, also von der Trituration, entweder trocken oder in einem Teelöffel voll Wasser gelöst. Also er löst auch schon auf. Und noch einmal gelb unterlegt. Die Zahl der verabreichten Moleküle muss groß genug sein, um das Defizit zu decken. Bis hierher ist die Seite für mich wichtig. Und wir sind jetzt, ja, jetzt haben wir eine Leerseite, das wäre alles eine Seite für Notizen gewesen. Und ich bin jetzt am Ende meiner Ausführungen.